Ganz herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass alle so viele Interesse haben an unserer Veranstaltung. Ich bin sehr froh, dass unsere Kandidatinnen uns zugesagt haben und bin sehr gespannt auf die Diskussion. Wir als Umweltverbände sind natürlich sehr interessiert, dass auch unsere Themen mal ganz im Vordergrund stehen und nicht nur in zweiter Reihe. Und deshalb freuen wir uns heute auf diese Veranstaltung. Und um den Antworten unserer Kandidatinnen möglichst viel Raum zu lassen, übergebe ich jetzt an Peter Birl von der Süddeutschen Zeitung, der für uns heute Abend die Moderation übernehmen wird. Und er wird alles Weitere für den Abend jetzt veranlassen. Also viel Spaß und viel Interesse an den Umweltthemen. Auch von meiner Seite schönen guten Abend an alle. Danke an den Bund Naturschutz und den Landesbund für Vogelschutz, dass sie die Diskussion zu so einem wichtigen, wenn nicht gar dem wichtigsten aktuellen Thema hier organisiert haben. Eingeladen sind die 7 Kandidatinnen aus dem Wahlkreis. Das ist ein relativ großes Podium. Und damit alle die Chance haben, zu Wort zu kommen, inklusive auch der Zuhörer und Zuhörerinnen, werde ich versuchen, so ein bisschen aufs Tempo zu drücken und bitte auch alle, sich möglichst knapp und präzise zu äußern. Ich beginne mit einer auch schon kurz gehaltenen Vorstellung. Ich fange an mit den Bundestagsabgeordneten, die erneut kandidieren. Ich begrüße den Michael Schrodi von der SPD und die Beate Walter-Rosenheimer von den Grünen. Die dritte in der Runde, die Katrin Staffler von der CSU, hat leider abgesagt, weil sie eine andere Veranstaltung mit dem Ministerpräsidenten zusammen hat. An ihrer Stelle nimmt die Julia Grote teil. Sie ist Mitglied im Landesausschuss der Jungen Union in Bayern, wohnt in Dachau und kandidiert auf der Landesliste der CSU. Dann haben wir noch 4 weitere Direktkandidatinnen und Kandidaten, die ich in alphabetischer Reihe kurz vorstelle. Es ist zunächst mal der Ulrich Bode von der FDP, der im Kreistag auch vertreten ist. Die Susanne Droth von den Freien Wählern. Dann die Ernestine Martin-Köppel von der Linkspartei. An der Stelle eine Entschuldigung dafür, dass sie auf dem Plakat vergessen worden sind und dann leider auch in der Ankündigung der SZ. Das war keine böse Absicht und ich bitte das nochmal zu entschuldigen. Und schließlich, last but not least, im letzten Moment eingewechselt sozusagen, auch kein Direktkandidat aus dem Landkreis, der Jan-Philipp von Olfen von der ÖDP, zweiter stellvertretender Bundesvorsitzender und Kandidat im Landkreis Bad Tölz, Wörishofen, Miesbach, der wahrscheinlich auch so einen schönen Hintergrund bieten könnte wie die Julia Grote. Wir haben uns jetzt folgende Struktur für den Abend überlegt. Es gibt 3 kurze Videoclips, an die anschließend werden wir jeweils einen Fragenkomplex behandeln. Und dann haben wir als vierte Runde die vorgesehen, die Fragen und Beiträge aus dem Publikum, die über den Chat laufen und die der Peter Knoll uns dann vorträgt. Gut, dann wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Hoffe, dass wir hinterher alle klüger aus der Veranstaltung rausgehen, als wir reingegangen sind und bitte darum, den ersten Clip abzuspielen. Diesen August hat der IPCC einen neuen Bericht über die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels veröffentlicht. Sie schreiben, dass der beobachtete Anstieg an Treibhausgasen in der Atmosphäre durch menschliche Aktivitäten verursacht wurde und dass wir das gesetzte Ziel von 1,5 Grad Celsius Erderwärmung in 10 Jahren schon erreichen werden. Aber man braucht sich gar nicht wundern, hat man in den letzten Wochen mal ferngesehen. Nordrhein-Westfalen ist überschwemmt, Südeuropa steht in Flammen, der Regenwald emittiert mittlerweile mehr CO2, als er aufnehmen kann, und der Golfstrom ist abgeschwächt. Die letzten beiden sind zwei essentielle Kipppunkte im Klimasystem der Erde, die momentan ins Wanken kommen. Deswegen brauchen wir ambitionierte Klimaschutzstrategien und Anpassungsstrategien, um das Schlimmste zu verhindern und uns an das Unvermeidbare anzupassen. Wir müssen jetzt handeln. Das war ein sehr eindringlicher Appell. Alles aufgezählt, was passiert ist, die Hochwasserkatastrophe, die Waldbrände, man könnte die Corona-Pandemie noch ergänzen,
die ja auch keine Naturkatastrophe ist, wie ein Erdbeben, sondern menschengemacht. Gemeinsam haben alle diese Katastrophen, dass Umweltschützer und Umweltschützerinnen und Wissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten davor warnen, aber nicht adäquat darauf reagiert wurde. Deswegen meine erste Frage an die Runde, wobei ich das jetzt splitte. Wir haben ja hier Vertreter von 4 Parteien, CSU, Grüne, FDP und SPD, die in den letzten 30 Jahren in unterschiedlichen Konstellationen die Bundesregierung gestellt haben, auf Landesebene auch an Regierungen beteiligt sind. Und wenn man nun die Bilanz zieht, muss man sagen, die schaut nicht gerade gut aus. Die Frage deswegen an die 4 Kandidaten, warum soll man sie eigentlich wählen, wenn einem der Umweltschutz wirklich am Herzen liegt? Fangen wir mal an mit der Frau Grote. Also vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich fand den Einspieler jetzt wirklich sehr eindrücklich und ich glaube, der letzte Satz, es ist höchste Zeit, der ist absolut zutreffend. Mir ist wohl bewusst, dass ich ein bisschen auf dem Auswärtsspiel bin. Das ist hier jetzt kein klassisches CSU-Publikum und ich stelle mich da aber gerne der kritischen Diskussion und mir ist deswegen wohl bewusst, dass es Parteien gibt, die deutlich ambitioniertere Klimapolitik fordern und umsetzen möchten. Ich habe da großen Respekt davor. Trotzdem möchte ich kurz sagen, was wir zu bieten haben. Wir haben gesagt, wir brauchen 4 Sachen. Strom, da braucht man mehr erneuerbare Energien, mehr Ausschreibungen. Wir brauchen dazu die passenden Speicher, weil wenn der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint, dann muss man auch schauen, dass man eine stabile Versorgung hat. Wir brauchen ganz viel Gebäudesanierung, weil ein Drittel der Emissionen im Gebäudebereich passiert. Da müssen wir ran. Das können wir vor allem über steuerliche Anreize lösen, aber auch mit gutem Beispiel vorangehen, dass man sagt, alles, was öffentlich ist, wird jetzt ordentlich saniert und zwar zügig und bei Neubauten sowieso, auch mit passenden PV-Anlagen auf dem Dach. Dann geht es natürlich um das Thema Mobilität. Da sind wir Bayern eigentlich gut dabei, also die Förderung von Elektromobilität, auch im Rahmen des Konjunkturprogramms von 2020, war ein ganz wichtiger Schritt. Dazu gehört auch aber, dass wir technologieoffen sind und einfach auch dann sehen, dass vielleicht ein LKW besser mit einem Wasserstoffantrieb fährt als mit einer Batterie, dass man da einfach immer offen bleibt und schaut, dass man da auch für die Firmen die besten Lösungen findet. Das war der Punkt 3. Also ich mache es jetzt wirklich ganz schnell. Bitte bremsen, falls es zu schnell ist. Punkt 4 ist der Zertifikatehandel. Warum ist der so wichtig? Wir brauchen einen CO2-Preis, der lenkt. Weil wenn er nicht lenkt, dann ist er nur eine Belastung. Also entweder lenkt er, dann bringt er auch was, dann ist er gut. Ein geringer CO2-Preis bringt uns nicht weiter. Das ist einfach nur eine unnötige Belastung des Bürgers. Und da streben wir schon einen sehr ambitionierten CO2-Preis pro Tonne an und wollen auch erstmal auf der europäischen Ebene das vereinheitlichen. Aber am Ende müssen wir auch in der Weltgemeinschaft einen einzigen Preis finden, weil nur dann funktioniert die Lenkung auch so, dass eben die Nationen, die massiv energieintensiv auch im fossilen Bereich sind, das ist zum Beispiel Indien und China, dass da auch das Verhalten nachhaltig gedreht wird. Ja, vielen Dank, Frau Grote. Kurze Nachfrage, Sie sprechen vom höheren CO2-Preis. Wie hoch soll der konkret sein? Zweiter Punkt, der Kohleausstieg bis 2038, sagen alle Experten, viel zu spät. Die Forderung ist bei 2030. Kurze Antwort, sind Sie für 2030 oder wollen Sie es bei 2038 belassen? Die Fragen können sich dann die anderen 3 Kandidaten auch schon mal noch mitnotieren. Also die erste Frage nach dem CO2-Preis. In unserem Regierungsprogramm steht 75 bis 150 Euro hat eine lenkende Wirkung. Also jeder, der jetzt ein bisschen rechnen kann, sieht, dass das eine große Range ist. Ja? Ich glaube, beim CO2-Preis, das wird man auch sehen, wann die lenkende Wirkung eintritt. Also es ist leider Gottes nicht so, dass man VWL irgendwie auf dem Reißbrett machen kann, sondern muss man einfach dann auch schauen, wie es angenommen wird und ab wann die Menschen ihr Verhalten tatsächlich ändern. Den zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, ist der Kohleausstieg. Ich glaube, es ist bekannt, dass Union und CSU oder CDU und CSU dann unterschiedlichen Approach haben. Die CSU möchte gerne früher raus. Sie fragen mich jetzt als Julia Grote als Privatperson. Als Privatperson sage ich Ihnen, dass ich da die Einschätzung von unserem Ministerpräsidenten teile. Ich denke auch, dass es wünschenswert ist, da früher rauszugehen.
Nichtsdestotrotz möchte ich mir jetzt nicht rausnehmen zu sagen, dass das organisatorisch und von dem, was da alles an Rattenschwanz hinten dran hängt, für die Betroffenen vor Ort, die betroffenen Unternehmen und auch die Mitarbeiter ohne weiteres zu schaffen ist. Also es wäre wünschenswert, wenn es machbar ist. Ja, vielen Dank erstmal für die erste Antwort. Dann gleiche Frage an Herrn Bode. Womit haben Sie sich eigentlich Glaubwürdigkeit noch verdient? Ja, ich denke, wir haben ein sehr gutes System im Angebot. Wir müssen ja zwei Dinge machen beim Klimaschutz. Einmal die Menge reduzieren und zum Zweiten das möglichst schnell. Für beides gibt es ein System. Das gerade schon angesprochene EU-Emissionshandel, steuert man die Menge. Das ist auch das direkteste und härteste System, um Menge zu reduzieren. Das ist eben der Unterschied zum Preissystem. Wenn Sie die Preise erhöhen, stört es den Porsche-Fahrer weniger. Aber jemand, der, sagen wir, eine Pflegeperson, die aufs Auto Pflegekraft, die aufs Auto angewiesen ist, hat damit ein Problem. Also wir wollen die Menge reduzieren und das ganz direkt und konkret. Der Haken ist, also insofern ist es durchaus was passiert. Dieses System gibt es schon, aber der Haken ist, nur für wenige Bereiche, und was wir wollen, ist, dass es auf alle Bereiche ausgedehnt wird. So, und die Schnelligkeit, die holt man sich dann über einen marktwirtschaftlichen Mechanismus. Die Marktwirtschaft ist schnell, sie muss halt nur aufs richtige Pferd gesetzt werden, das mit der Mengensteuerung genau passiert. Insofern bin ich mit der Frau Gothe da beisammen, möchte aber darauf hinweisen, es ist eben keine Preissteuerung. Der Preis bildet sich frei. Ein hoher Preis heißt, es muss was getan werden. Niedriger Preis heißt, es geht voran. Im Idealfall ist ja bei der Mengensteuerung der Preis null, weil keiner mehr CO2 Zertifikate nachfragt und wir entsprechend CO2-frei sind. Also das ist ein Unterschied also zwischen Mengensteuerung und Preissteuerung. 2030 oder 2038? Wegen mir auch gerne schneller. Ich sage ja, mit der Mengensteuerung und der entsprechenden Technologieoffenheit haben wir auch die Chance, dass es durchaus noch schneller geht. Also, ja. Aber wir müssen uns darauf verständigen, in welche Richtung wir marschieren. Ja, das wird die Herausforderung sein, jetzt dann auch bei den wie auch immer gearteten Koalitionsgesprächen, die ja voraussichtlich mindestens mal zu dritt dann stattfinden, dass man sich auf eine Marschrichtung verständigt. Gut, dann wäre als nächstes die Frau Walter-Rosenheimer gefragt. Vielen Dank. Die Frage war ja, warum man die Grünen wählen sollte bei diesem Thema oder mich. Das kann ich klar beantworten, weil wir Deutschland zum Vorreiter beim Klimaschutz machen wollen und ja auch eine Klimaschutzpartei sind. Und die Klimakrise, das Wichtigste für mich ist, dass wir jetzt handeln müssen, weil es keinen Sinn mehr hat, irgendetwas zu vertagen, zu verschieben oder irgendwo sich gegenseitig Schuld zuzuweisen, was nicht passiert ist. Wir müssen ab heute handeln. Das wissen wir alle, die wir uns auskennen. Wir müssen konsequent handeln. Das ist die größte Krise eigentlich, die wir haben, und auch die Existenzfrage unserer Zeit, der Klimaschutz. Und es gilt eben sofort zu handeln. Ich kann sagen, was wir im Programm haben, ist ganz klar, dass wir alles versuchen wollen, dass 1,5 Grad auf diesem Pfad noch zu kommen. Wir wissen auch, wie schwierig das geworden ist. Es ist ganz klar, dass wir uns auch um Klimaanpassung kümmern müssen, aber vor allem auch noch natürlich darum, dass wir das Klimaabkommen von Paris mit dem 1,5 Grad Limit noch erreichen. Und wir wollen das deutsche Klimaziel für 2030 auf mindestens -70% erhöhen und in 20 Jahren Klimaneutralität erreicht haben. Und wir sagen in unserem Programm ganz klar, Kohleausstieg wollen wir auf 2030 vorziehen. Das ist eines unserer großen Ziele. Dazu müssen wir natürlich die Erneuerbaren massiv ausbauen. Dafür haben wir die Forderung im Programm, nach Solardächern, die zum Standard zu machen. Und unser Ziel sind 1,5 Millionen neue Solardächer in den kommenden 4 Jahren. Und außerdem wollen wir die Solarenergie auch in die Fläche bringen, zum Beispiel neben Autobahnen oder Schienen. Und wir müssen natürlich den Ausbau der Windenergie voranzubringen und dafür sorgen, und das wollen wir, dass 2% der Landesfläche dafür genutzt werden können. Und um es jetzt kurz zu machen, das gilt ganz besonders für Bayern, wo uns die 10H-Regel wirklich ganz schön stoppt beim Ausbau von Windenergie.
Ja, vielen Dank, Frau Walter-Rosenheimer. Dann Herr Schrodi, wie sieht Ihr Statement aus? Erstmal vielen Dank für die Einladung und auch einen schönen Gruß an die Runde. Die Vertreterin der CSU hat ja gesagt, es gibt Parteien, die ambitionierter sind beim Klimaschutz. Das stimmt, da gehören wir auch dazu, hätten auch gerne in dieser Bundesregierung einiges mehr gemacht. Beispielsweise muss man ganz dringend bei den erneuerbaren Energien etwas tun. Wir haben über die 4 Jahre hinweg immer gesagt, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir in vielen Bereichen hin zum Strom kommen, sei es im Verkehrsbereich, der E-Mobilität, sei es auch bei der Frage Gebäude und beim Heizen. Und da muss man auch sagen, dann braucht man auch mehr Strom. Und dann muss man auch dann sagen, 2030, die Ziele müssen angehoben werden, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Das ist von Herrn Altmaier leider verhindert worden. Wir brauchen deswegen ganz klar 2 Dinge. Den Ausbau der Windkraft. Hier hindert uns immer noch 10H in Bayern, aber wie ja vielleicht einige von Ihnen auch schon gelesen haben und ich habe dazu auch eine Veranstaltung am Malchinger Windrad gehabt. Auch die Frage von Flughöhen verhindert, dass hier Windkraft in Bayern ausgebaut wird. Wir brauchen auch mehr Photovoltaik. Auch da hindert uns daran, dass die Photovoltaikpflicht von der CDU-CSU sowohl in Bayern wie auch im Bund ausgebremst wurde und nicht mitgetragen wurde. Das ist das eine. Erneuerbare Energien ausbauen. Zweitens, ich glaube, wir brauchen eine massive öffentliche Modernisierungspakt, eine Investitionsoffensive hin zur Klimaneutralität. Das verlangt übrigens heute wieder gehört die Wirtschaft auch, dass wir massiv in Erneuerbare ausbauen, dass wir beispielsweise in die digitale Infrastruktur, dass wir beispielsweise auch in die Verkehrsinfrastruktur investieren und das so auch zur Klimaneutralität kommen. Und am Verkehrsbereich, am Beispiel, ist es ja ganz klar zu sehen. Wir müssen schauen, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Dazu haben wir jetzt mehr Geld für die... Vielen Dank für das Statement. Halten wir mal fest, dass die Union und die SPD, zumindest ihre Kandidaten, ihre Spitzenkandidaten, sich auf 2038 festgelegt haben, was den Kohleausstieg betrifft. Jetzt wäre die Frage an... Das stimmt nicht. Der Herr Scholz hat es doch neulich erst wieder im Fernsehinterview gesagt. Nein, das darf ich Ihnen, wenn ich es korrigieren darf. Er hat gesagt, wenn wir nicht weiterkommen beim Ausbau der erneuerbaren Energien und wir Energie- und Versorgungssicherheit brauchen, dann schaffen wir das nicht. Deswegen ist ja genau das, was er gestern auch wieder gesagt hat, richtig. Wir müssen die Bremsen lösen bei der erneuerbaren Energie, damit wir den Strom und die Energie für die Industrie, für die Privatwirtschaft und zwar kostengünstig, es ist nämlich Windkraft, kostengünstiger als alles andere, auch bekommen. Und dann kann man früher raus. Genauso ist der Connex und genauso halte ich auch für richtig. Danke. Jetzt wäre die Frage an die drei, sage ich jetzt mal, kleineren Parteien. Was würdet ihr denn anders machen, wenn ihr dazu die Möglichkeit hättet? Fangen wir mal an mit der Frau Droth. Also, hallo, mein Name ist Susanne Droth, wurde ja schon gesagt. Danke für die Einladung. Ich denke, was uns ganz entscheidend unterscheidet von den anderen, ist, dass wir es immer von unten versuchen aufzuziehen. Also die Freien Wähler kommen ja aus der Kommune und wir müssen versuchen, bei allem, was den Klimaschutz betrifft, die Menschen mitzunehmen. Es gibt ja schon ganz viele Leute, die unheimlich gerne viel mehr machen wollen würden und aber praktisch nicht dazukommen. Ich kenne jemanden, der eine PV-Anlage auf dem Dach hat, der will sie seit 7 Monaten anschließen, kriegt aber keinen Netzplan. Dann kenne ich Leute, die Mini-PV-Anlagen haben wollen und sich einfach nicht genug auskennen, die Beratung brauchen. Es gibt ganz unheimlich viele Projekte, die wir versuchen müssen voranzubringen. Und was den Kohleausstieg betrifft, dürfen wir diese Region nicht vergessen. Steht auch im Wahlprogramm der Freien Wähler ganz klar drin, dass man auf die Kommissionen hören muss. Es gibt die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Und da hätten wir jetzt die Chance, dass wir die Regionen, wo die Braunkohle abgebaut wird, dass wir denen helfen, umzubauen und dass wir da Klimavorreiter Regionen schaffen. Also ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer sagen, das braucht man, das braucht man, das braucht man. Und dann wollen die Leute es umsetzen
und können es aber nicht. Und dafür stehen die Freien Wähler, dass wir den Leuten das Handwerkszeug geben, auch der Industrie und auch dem Mittelstand, dass sie leichter den Umweltschutz und den Klimaschutz umsetzen können. Wasserstoff ist da ein ganz großes Thema, das die Freien Wähler auch immer propagieren. Da müssen wir einfach den Leuten helfen und sie unterstützen und beraten. Ja, vielen Dank. Dann Frau Martin-Köppel. Ja, ich möchte jetzt alle sehr herzlich auch nochmal begrüßen und bedanke mich sehr für die Einladung. Ich kann das Ganze jetzt auch etwas abkürzen. Ich bedanke mich bei den Vorrednern für die sehr deutlichen Ausführungen. Die Linke hat jetzt das ganz große, ja, den großen Hype oder wie auch immer. Die Linke wurde als einzige Partei im Klimaschutzpaket ausgezeichnet von Fridays for Future, dass die Linke das beste Klimapaket überhaupt vorgelegt hat. Kann man nachlesen im Handelsblatt. Darum würde ich es einfach gern abkürzen und nicht jetzt so ausführlich darüber zu sprechen, weil die ganzen Punkte wurden ja schon zum Großteil erwähnt. Und ja, die Linke steht für den Ausstieg. Also das Ziel ist es erstmal auf 2035 gesetzt, aber jeder zeigt natürlich gerne eher. Und es geht nur im Zusammenschluss mit sozialer Gerechtigkeit. Das ist bei uns dieses Kombipaket, das die Linke anbietet. Das heißt, auch die Bürger natürlich einfach alle mit ins Boot nehmen. Und von der Basis her geht es immer nur von unten. Es kann nichts von oben aufdiktiert werden oder mit Zwang oder mit sonstigen Methoden. Es geht nur zusammen mit den Bürgern und die muss man ins Boot nehmen. Also das ist das Anliegen von der Linken. Ja, das wollte ich einfach so abkürzen. Und wer sich dafür interessiert, wir haben das Klimapaket, das kann man auch gern bei mir anfordern. Also man kann mich anschreiben. Ich versende das sehr gerne. Und da wird es eben sehr, sehr konkret. Aber wie gesagt, wir wurden ausgezeichnet von Fridays for Future und vom Handelsblatt, dass die Linke das beste Klimapaket überhaupt im Programm hat. Das war jetzt so meine Stimme dazu. Gut, vielen Dank. Herr von Olfen. Ja, danke schön. Ich bedanke mich auch, dass ich hier heute eingeladen werde. Wir als aufstrebende Partei, wie ich uns bezeichnen würde, nicht als kleine Partei, sieht man allein schon an unseren Mitgliederzahlen, die gerade sehr enorm steigen. Und ich würde sagen, der erste Punkt, für den wir als ÖDP stehen, ist, dass wir Klimaschutz endlich mal auf Basis der Wissenschaft betreiben. Keine der hier anwesenden Parteien hat ein Klimaprogramm, selbst die Linken nicht, auch wenn sie dafür gelobt wurden, das wirklich Stand der Wissenschaft ist. Wir haben es vorhin im Einspieler nochmal gehört. IPCC-Bericht heißt, wir haben noch Zeit bis zum Jahr 2030. Dann haben wir die 1,5 Grad überschritten. So lange haben wir noch Zeit und keine der anwesenden Parteien hat ein Programm, in dem wir Klimaneutralität bis 2030 erreicht haben. Die ÖDP ist die einzigste Partei, die so ein Programm hat. Und unser Programm steht da auf genau zwei Säulen. Die erste Säule wurde von ganz, ganz vielen Leuten hier auch schon angesprochen. Das ist CO2 einsparen. Da sind wir uns, glaube ich, in vielen Aspekten einig, dass wir erneuerbare Energien ausbauen müssen. Wir sagen erneuerbare Energien 100% bis 2030. Wir brauchen eine radikale Mobilitäts- und Verkehrswende. Wir müssen den ÖPNV ausbauen. Wir müssen die Radwege ausbauen. Wir müssen E-Mobilität ausbauen. Ganz wichtig aus, wir brauchen ein Wirtschaftssystem, was nicht mehr auf diesem Wachstumsdogma aufgebaut ist, was von Jahr zu Jahr wachsen muss. Wir leben nun mal auf einer Erde mit begrenzten Ressourcen, das müssen wir anerkennen. Wir als Deutsche verbrauchen im Jahr durchschnittlich 3 Erden und das muss einfach enden. Wir dürfen nur noch eine Erde im Jahr verbrauchen. Also wir brauchen ein Wirtschaftssystem, was wirklich mit den begrenzten Ressourcen arbeitet. Das heißt Kreislaufwirtschaft, das heißt Tauschen, das heißt Recyceln. Könnten wir jetzt auch noch, glaube ich, stundenlang darüber reden. Der Punkt ist, wirtschaften im Rahmen der begrenzten Ressourcen. Und dann brauchen wir natürlich auch einen CO2-Preis und einen CO2-Preis, der auch wirklich den Markt steuert, der wirklich Veränderungen bewirkt. Und unser Vorschlag sind der Preis, der wahrscheinlich auch der wahre CO2-Preis wäre. Das sind 180 Euro pro Tonne im Jahr. Unser Vorschlag ist, dass dieser CO2-Preis nicht nur als Steuer eingezogen wird, sondern als Klimadividende quasi wie ein Grundeinkommen wieder an die Bürger ausgeschüttet wird. Heißt, gerade Menschen, die weniger CO2 verbrauchen, also Menschen, die beispielsweise weniger fliegen oder die auch weniger verdienen und deswegen weniger verbrauchen, die werden dadurch bevorzugt, weil sie
Geld wieder pro Kopf ausgeschüttet bekommen würden. Also wäre es auch ein soziales Steuerungselement, dass man bei dem Punkt, den die Kollegin von den Linken angesprochen hat, dass wir Klimaschutz und Soziales auch immer zusammen denken müssen. Also das ist die erste Säule, CO2 einsparen. Und die zweite Säule, die ist ganz, ganz entscheidend, ist, dass wir CO2 auch speichern. Und unser Vorschlag ist, dass wir da die Landwirtschaft umstrukturieren. Wir brauchen eine ökologische Landwirtschaft, eine regenerative Landwirtschaft, die enorm viel Humus aufbaut. Wir brauchen ganz Weiden und Wiesen, um da CO2 auch zu speichern. Wir brauchen eine Forstwirtschaft, die auf den Klimawandel angepasst ist, um auch dort CO2 zu speichern. Und wir müssen unsere Moore renaturieren. Also unsere zwei Punkte, erstens CO2 einsparen und zweitens CO2 speichern. Und die Lösungen haben wir im Programm und wir als ÖDP stehen auch dafür, Lösungen nicht nur anzubieten, sondern sie auch umzusetzen und dass die Bevölkerung dafür bereit ist für konsequenten Klimaschutz und auch für konsequenten Artenschutz. Das haben wir auch in unserem Volksbegehren Rettet die Bienen gezeigt und das würden wir auch in einer möglichen Regierungskonstellation tun. Vielen Dank an Herrn von Olfen für die Stellungnahme. Ich möchte es jetzt nochmal vertiefen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das klingt mir sehr nach einem Déjà-vu-Erlebnis, weil bei einer Diskussion vor 4 Jahren wären wahrscheinlich ganz ähnliche Antworten gekommen. Wir brauchen mehr Elektroautos, wir brauchen mehr erneuerbare Energien, der Emissionshandel, die Preis, höhere Preis für CO2. Vor 8 Jahren hätte man wahrscheinlich auch schon das Gleiche gehört. Und leider ist es aber so, wenn man sich den Bericht des Weltklimarates durchliest, den aktuellen, dann ist klar, das Klimaziel von Paris ist nicht mehr zu erreichen. Wir werden nicht bei 1,5 stehen bleiben. Und das ist ein Zeichen für eklatantes Politikversagen. Wahrscheinlicher sind wesentlich höhere Erwärmungszahlen mit damit einhergehend entsprechenden Katastrophen. Gleichzeitig hat die Corona-Krise so als Nebeneffekt mit den Lockdowns gezeigt, was wir eigentlich bräuchten, nämlich eine drastische Reduzierung des Verbrauchs. 90% weniger Luftverkehr zum Beispiel. Deswegen nochmal meine Frage an alle. Diese Sachen, die Sie vorschlagen, wir haben eigentlich nicht mehr die Zeit dazu. Die Zeit läuft uns davon. Wäre es nicht geboten, bei Schlüsselindustrien einzugreifen, um da einen Umbau zu erreichen? Fangen wir vielleicht diesmal von der anderen Seite her an, mit der Frau Droth. Können Sie mir die Frage nochmal ganz konkret formulieren? Die konkrete Frage ist, wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Also wenn man Wissenschaft ernst nimmt, und das ist jetzt der aktuelle Bericht des Weltklimarates, dann sieht man, die 1,5 werden wir nicht mehr erreichen. Und wir müssen schnell handeln, wir haben ganz wenig Zeit. Deswegen Da merkt man ganz deutlich, dass in den letzten 20 Jahren unheimlich viel verschlafen worden ist. Wir sind als Freiwilliger ja da schon sehr, sehr lange an dem Thema Wasserstoff dran. Da bin ich sehr nah an dem, was der Herr von der ÖDP vorhin gesagt hat. Wir müssen jetzt was tun und wir müssen da viel mehr investieren in die Forschung und in den Umbau und in die erneuerbaren Energien und auch in die ganzen Konzepte, die ja gar nicht vorhanden sind zum Thema Mobilität und Versorgung. Die Netze wären ja da, also es gibt ja Möglichkeiten. Es gibt in Fürstenfeldbruck, in Altegnenberg gibt es eine Biogasanlage, da gäbe es Möglichkeiten, den Wasserstoff fließen zu lassen in die Leitungen. Da brauchen wir aber Europa dafür. Also da müssen wir tatsächlich alle zusammenarbeiten, weil sonst wird das, alleine werden wir es nicht schaffen, da gebe ich Ihnen recht, aber gemeinsam im Europäischen Verbund werden wir da auf jeden Fall weiterkommen. Was sagt die Vertreterin der Linkspartei dazu? Ja, dass es im Grunde genommen schon 5 nach 12 ist, ist jetzt, wie gesagt, der Linken wohl sehr bewusst. Und deswegen war ja dieses Gas geben oder sprich, richtig Druck zu machen. Und deswegen haben wir ja das Klimapaket erstellt, dass wir gesagt haben, wir können nicht jetzt planen und machen und tun, sondern wir müssen schon die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und wir müssen einfach viel mehr Aufklärung betreiben und nicht so hintenrum oder jetzt müssen wir erstmal die Wirtschaft stärken oder Profite vor Menschen. Das ist genau der Punkt. Wir müssen den Leuten genau sagen, was los ist. Da liegt die ganze Verantwortung, also das Bewusstsein erwecken, dass es jetzt passieren muss, am besten gestern. Und diese
Deutlichkeit, diesen Mut haben, das auszusprechen. Es gibt einen Autor, Peukert heißt er mit Nachnamen, der hat jetzt erst ein Buch rausgebracht, der hat gesagt, es ist schon zu spät und wir müssen, können nur mit radikal ehrlich und mit radikalen Programmen und mit einer radikalen Schnelligkeit das jetzt noch eventuell das Ruder noch rumreißen. Ansonsten würde ich auch sagen, ja, sehr nah an der ÖDP waren wir auch mit dem Bienenprojekt, wo wir auch mitgemacht haben, also was ich großartig fand. Und da war schon das Zeichen mit dem Insektensterben. Man merkt es auch, wenn man jetzt abends unterwegs war. Ich habe schon, ich weiß nicht, lange keine Glühwürmchen mehr gesehen. Also ich bin mit dem Hund fleißig unterwegs, auch abends. Und ja, wo sind die? Und das ist alles, wie gesagt, es ist zu spät im Grunde genommen. Und wir müssen es jetzt anpacken. Und wir müssen die Leute mitnehmen. Und zwar durch radikale Aufklärung. Und nicht durch Wischiwaschi oder einfach den Leuten sagen, wir müssen jetzt was machen. Und es ist so gravierend, ja, dass wir keine Zeit mehr haben. Und die Wissenschaft, das ist genau das. Wissenschaftler, die haben das alles schon längst gesagt. Aber die Politik immer zögerlich, eben wegen der Wirtschaft und wegen mehr und weiter und so weiter. Und da muss jetzt einfach Schluss sein. Danke, Herr von Olfen. Also ich muss Ihnen da ein Stück weit widersprechen. Jetzt habe ich mir Ihren Nachnamen nicht gemerkt, Herr Moderator. Es ist noch nicht zu spät. Also wir haben ja vorher den Bericht auch nochmal angehört vom IPCC. Wir haben bis 2030 Zeit. 2030 ist es dann wirklich zu spät. Da kann man sagen, es ist zu spät. Ja? Wo ich Ihnen recht gebe, dass es zu spät ist. Es ist zu spät, wenn die Politik so weiterläuft, wie sie jetzt ist. Und wenn die Parteien weiter regieren, die in den letzten Jahren regiert haben, dann ist es auf jeden Fall zu spät. Und es ist jetzt an der Zeit zu handeln. Und Sie haben auch gefragt, in welche Bereiche muss man ganz explizit eingreifen. Und ich denke, man muss in alle Bereiche explizit eingreifen, weil alle Teil des Problems sind und damit sind auch alle Teil der Lösung. Aber ganz explizit müssen wir eingreifen in unser Wirtschaftssystem. Und wir können nur noch Wirtschaften zulassen auf der Basis der Nachhaltigkeit. Und wir von der ÖDP, wir schlagen da ein Konzept vor, es nennt sich Gemeinwohlökonomie. Basiert auf einer Matrix. Jedes Unternehmen, jede Kommune, jeder Verein, die werden bilanziert in einer Matrix. Da wird gemessen, wie viel tut dieses Unternehmen für die Umwelt, wie viel tut dieses Unternehmen für die Menschenrechte, wie transparent handelt dieses Unternehmen. Also wir denken, wie gesagt, Klimaschutz immer auch mit dem sozialen Aspekt zusammen. Und dann wird dieses Unternehmen, wird dieser Verein, wird diese Kommune bewertet, je nachdem, wie gut sie in den Bereichen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Menschenrechte, transparent und so weiter ist. Und wenn sie da positiv abschneidet, dann zahlt dieses Unternehmen ganz wenig Steuern. Wenn sie schlecht abschneidet, dann zahlen sie enorm viele Steuern. Ja. Also vereinfacht gesagt, ist es nach unserem Wirtschaftssystem, was wir vorschlagen, nach der Gemeinwohlökonomie, ist es nur noch dann möglich zu wirtschaften und auch erfolgreich zu wirtschaften, wenn das Ganze nachhaltig und sozial gerecht passiert. Und damit haben wir ein ganz zentrales Steuerungselement, was wir in allen Bereichen ausspielen können, wo wir sagen, Nachhaltigkeit oder Wirtschaften ist nur noch möglich, wenn Mensch vor Profit steht und wenn Naturschutz vor Profit steht. Ja. Und damit greifen wir in alle Bereiche ein, machen den Klimaschutz zur obersten Maxime und dann können wir es auch in 9 Jahren noch schaffen. Ja, vielen Dank. Übrigens, ich habe nicht gemeint, es ist insgesamt schon zu spät, sonst hätte ich heute Abend nicht die Moderation übernommen, sondern ich habe nur gesagt, das günstigste Szenario, was der Weltklimarat noch überhaupt berücksichtigt, ist bei 1,6 Grad. Das heißt, für 1,5 ist es zu spät und 1,6 nur bei drastischen Maßnahmen. Ja, dann als nächstes wäre der Herr Schrodi dran. Zunächst mal zu IPCC ist jetzt schon das Richtige gesagt worden. Es sind nochmal eindrucksvolle Zahlen gewesen, die uns da präsentiert wurden. Und klar ist, dass es schneller gehen muss als bisher. Ich möchte aber dem Eindruck widersprechen, dass so rein gar nichts passiert sei. Ich glaube, dass ein Pfad gelegt wurde, auf dem man weiter sich bewegen muss und eben noch die entsprechenden Ziele bzw. die Umsetzungen auch beschleunigen muss. Ich möchte 2 Dinge erwähnen. International ist das Klimaschutzgesetz, das wir in Deutschland auf den Weg gebracht haben, gelobt worden. Denn es, Herr Birl, Sie lachen jetzt,
Vom Bundesverfassungsgericht, oder? Nein, nein, lassen Sie mal. Es ist gelobt worden. Warum, Herr Birl? Weil dort zum ersten Mal festgelegt wurde, ein Pfad hin zur CO2-Reduktion. Und immer wieder, und das steht im Gesetz auch drin, das ist die entscheidende Maßnahme, muss geschaut werden, in welchen Bereichen und Sektoren werden Ziele nicht erreicht. Dann müssen die auch nachgeschärft werden. Das war das, warum andere Minister so geschwitzt haben, weil im Bereich Verkehr, im Bereich Wirtschaft, dort, wo die großen CO2-Emissionen stattfinden, man eben viel mehr tun muss und die Ministerien dann entsprechend etwas vorlegen müssen. Das ist international gelobt worden. Die Frage ist, komme ich zu den Zielen und wie muss ich sie nachschärfen? Wir können gerne nachher noch über das Bundesverfassungsgerichtsurteil sprechen, das wir begrüßt haben, weil es im Grunde das, genau das ja umsetzt, was wir darin vorgesehen haben, nämlich nachzuschärfen dann, wenn die Ziele nicht ausreichen. Wir haben zum Beispiel massiv in die Bahn investiert, in den öffentlichen Nahverkehr, massiv mehr Finanzmittel, gleichzeitig Luftverkehrssteuer erhöht, gleichzeitig Prämien für E-Mobilität. Wenn Sie schauen, dass es immer mehr Zulassungen bei E-Autos gibt, brauchen wir jetzt Investitionen in die Ladeinfrastruktur, damit das auch angenommen wird. Aber ich glaube, was wir brauchen, das habe ich vorher schon erwähnt, ist nicht eine Idee zu sagen, wir müssen jetzt Dinge reduzieren, sondern wir müssen jetzt investieren in Klimaneutralität, ein großes Modernisierungsprogramm auf den Weg bringen. Und nochmal, da gehört die Bahn mit dazu, da gehört der Individualverkehr mit dazu, da gehört dazu, dass ich auch den Luftverkehr insofern unnötig mache, indem ich Bahnstrecken attraktiver mache. Das ist beispielsweise bei München-Berlin schon passiert, dass da der Luftverkehr eingebrochen ist, weil die Bahnverbindung so gut ist. Und im Grunde sind das die Maßnahmen, die notwendig sind. Und wenn man sich anschaut, wo sind denn die großen Verursacher für den CO2-Ausstoß bei der Elektrizität und Wärmeerzeugung, dann müssen wir schauen, dass wir hier eben die erneuerbaren Energien ausbauen. Und wir müssen auch schauen, dass wir Anreize schaffen, dass wir schneller klimaneutral werden, beispielsweise in der Wirtschaft auch mit sogenannten Carbon Contracts for Difference. Heißt, wenn ein Unternehmen, wenn man sich die Stahlindustrie, die Chemieindustrie anschaut, die wahnsinnig viel Energie verbrauchen, wenn die schneller klimaneutral werden wollen, dass wir hier auch staatliche Unterstützungsmaßnahmen treffen, damit sie sich auf den Weg machen. Die sind schon längst so weit. Wir wollen es vorantreiben. Und das muss der Weg sein, jetzt schneller zu werden. Aber das wird mit massiven finanziellen Mitteln notwendig sein, mit einem Modernisierungsprogramm sein. Und dann können wir Ziele auch erreichen. Gut, danke, Frau Walter-Rosenheimer. Ich schätze, Sie haben wahrscheinlich auch eine dezidierte Meinung zu diesem Klimaschutzgesetz. Ja, also ich habe mich jetzt gerade schon gefragt, was die eigentliche Frage war. Es ging ja darum, was wir mit der Industrie machen wollen auch. Und ganz klar, wir Grüne sagen ja eigentlich immer, wir sagen das ja auch, dass teilweise die Industrie, die Unternehmen wirklich schon große Fortschritte gemacht haben beim Klimawandel. Das wissen wir alle und dass sie teilweise auch weiter sind als die gerade Regierung, die gerade quasi noch am Start ist bei uns. Das ist, finde ich, ganz klar. Und wir haben diese Unternehmen bei unserem Klimaschutzpaket mit auf dem Schirm, die Industrie. Und die Industrie hat da einen festen Platz bei uns auf jeden Fall. Und wir reden natürlich auch viel mit denen. Ich zum Beispiel habe hier im Wahlkreis viele Gespräche inzwischen geführt mit der Führung von MAN, mit dem Betriebsrat, wo es eben um diese Entlassungen ging, haben alle wahrscheinlich mitbekommen im Wahlkreis. Und es gibt auch viele andere Unternehmen, mit denen wir sprechen und wo wir ganz klar hören, klar, es gibt Unternehmen, die verweigern sich, die machen jetzt auch ein gewisses grünen Bashing gegen unsere Vorschläge, die wir da für Industriepolitik bringen. Aber was wir hören von Unternehmen ist ganz oft schon, dass die sagen, auch MAN im Übrigen, wir haben die Technologien, wir können zum Beispiel, was weiß ich, klimaneutralen Stahl, weil gerade jemand Stahl gesagt hat, wir können klimaneutrale Zement herstellen, aber wir brauchen die politischen Rahmenbedingungen. Und das ist das, was wir immer wieder hören. Und ich finde, die Freiwilligkeit allein
der Industrie, der Wirtschaft, die hat wirklich wenig gebracht teilweise, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dass jetzt der Industrieverband unsere Klimavorschläge als aktionistisch ablehnt, das finde ich schon eigentlich einen Witz. Sie haben es ja gerade gesagt, wo wir stehen, wenn wir das 1,6-Grad-Ziel noch erreichen wollen, dann ist höchste Eisenbahn was zu tun. Und das, was Herr Schrodi gesagt hat, jetzt machen wir mal was, dann schärfen wir nach, dann schauen wir mal. Ich meine, die Zeit ist vorbei, definitiv. Also wir können uns jetzt nicht mehr hinsetzen, finde ich, und schauen und warten und wer geht mit und wer geht nicht mit. Das finde ich, diese Zeit ist irgendwie, finde ich, definitiv vorbei, sondern wir müssen uns jetzt schon überlegen, wie wir diese Unternehmen, die bereit sind mitzugehen, pushen und wie wir mit den Unternehmen, die nicht so bereit sind, welche Lösung wir da finden. Ich finde nicht, dass wir immer noch warten können, dass da von alleine was passiert, ganz ehrlich. Und wenn wir uns anschauen, viele Sachen, wo die Leute wirklich dastehen und ganz klar sagen, Mensch, macht ihr die Regelungen, gebt ihr uns die Vorgaben gesetzlich. Das würden wir in einer neuen Regierung gerne tun. Und wie gesagt, ich finde, es ist jetzt keine Zeit mehr zu schauen, was passiert und nachzuschärfen. Das war ja nochmal eine Frage an alle auf der Grundlage des Berichts des Weltklimarates und dem Umstand, dass man eigentlich Verbrauch von Rohstoff, Energie und Fläche reduzieren muss, und zwar sofort und drastisch. Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ja, wir wollen auf alle Wirtschaftssektoren einwirken, also nicht nur auf bestimmte wie jetzt, sondern das Emissionshandel, den Emissionshandel auf alle ausweiten. Es bringt ja nichts, wenn man, also andere Regulierungsmaßnahmen bringen deutlich weniger. Beispielsweise, wenn man Motoren effizienter macht, im Lkw-Bereich hat man gemacht, Ergebnis, Transportkosten sinken, es wird mehr gefahren. Wenn man Preise erhöht, dann werden sie möglicherweise in die Produkte eingepreist, dann werden die halt etwas teurer. Auch keine Wirkung auf, oder nur geringe Wirkung. Da braucht man auch keine wissenschaftlichen Beratung oder muss auch kein Wissenschaftler sein. Was passieren muss, ist, dass die Menge reduziert wird. Nichts anderes. Und das hart und klar runterreduziert werden. Da hilft einfaches Nachdenken eigentlich schon. Und deswegen braucht man ein System, das die Menge reduziert, die Menge steuert. Und dieses System, wie ausgeführt, gibt es. Und das wollen wir machen. Und Kohlekraftwerke wurden deswegen ja schon abgeschalten, weil die Zertifikate zu teuer waren. Deswegen sage ich ja, das kann auch deutlich schneller passieren. Haben wir ja beim Corona-Impfstoff gesehen. Normalerweise dauert es 10 Jahre. Plötzlich muss es gehen, geht es auch in einem Jahr. Also die Dinge gehen schneller, wenn ein Druck reinkommt. Und der Druck muss genau da rein, die Menge zu reduzieren. Alles andere ist Rudern um den heißen Brei herum und ist zwar gut gemeint, aber es wirkt halt nicht. Mengenreduzierung wirkt, einfach weil sie zwingt, zwingend die Menge reduziert. Und das hart. Und je schneller wir dahin kommen, dass wir da alle Wirtschaftsbereiche einbeziehen, desto besser. Das muss die Zielsetzung sein. Insofern ist das natürlich ein erheblicher Eingriff in die Wirtschaft, aber der ist von uns jedenfalls gewollt. Frau Grote? Also ich habe versucht, mir Punkte aufzuschreiben, die ich spannend fand. Herr Schrodi, man könnte ja fast denken, Sie würden sich nochmal schick machen für eine große Koalition, weil Ausbau der Schiene, Ausbau der Elektroladeinfrastruktur, Wald schützen und stützen, das finde ich genauso in unserem Wahlprogramm. Was ein Zufall. Zu den anderen Punkten, die gesagt wurden, ich kann zu ganz vielen, was gesagt wurde, zustimmen. Zu was ich dezidiert nicht zustimmen kann, ist, dass wir ein neues Wirtschaftssystem brauchen. Wir sind sehr gut gefahren mit der sozialen Marktwirtschaft und wir von der CSU halten nichts davon, da irgendwie die Axt anzulegen. Es ist klug, wenn Unternehmen sich rechtfertigen müssen, wie ihre Klimabilanz aussieht. Das gibt es schon. Das sind die Offenlegungspflichten bei großen Unternehmen. Das sind zum Beispiel bei Banken und Versicherungen, findet man da immer eine schöne Publikation dazu. Und da gibt es bereits Initiativen auf europäischer und nationaler Ebene, dass solche Berichtspflichten auch für kleinere Unternehmen ausgebaut werden. Also das läuft schon und es ist ja eben ein Teil einer marktwirtschaftlichen Lösung. Transparenz hat was mit Marktwirtschaft zu tun. Ich widerspreche dem Kollegen von der FDP, dass ein Preis nichts regelt. Tatsächlich, wenn
Güter sehr, sehr teuer werden, werden sie halt nicht mehr gekauft. Und dann muss man halt sein Geschäftsmodell ändern. Also entweder hört man auf, diese Güter zu produzieren, oder man produziert sie anders, nämlich weniger energieintensiv. Der Preis ist durchaus ein Regelungsinstrument. Und jetzt möchte ich auf was hinweisen, was noch gar nicht gesagt wurde und was ich unheimlich wichtig finde. Es ist richtig, wir kommen zu langsam voran. Und ich möchte da die Verantwortung der Regierungsparteien jetzt auch nicht kleinreden, weil es unehrlich wäre. Und ich möchte ehrlich sein. Aber Fakt ist auch, dass wir in Deutschland einfach viel zu lange verfahren haben. Also wenn ich heute eine Idee habe im Thema Infrastruktur, dann dauert das einfach mindestens 10 Jahre. Und wenn wir den großen Hebel ansetzen wollen mit der Schiene, wo wir von der CSU absolut d'accord sind, dann müssen wir vor allem die Verfahren beschleunigen. Und das ist nämlich auch ein wichtiges Thema, was wir in unserem Wahlprogramm, in unserem Regierungsprogramm haben, wo wir wahrscheinlich mit der FDP auch auf einer Linie sind, dass man eben sagt, die Planungsverfahren müssen massiv beschleunigt, standardisiert, vereinfacht werden, damit sie einfach schneller durch die Bürokratie laufen. Die Kommunen müssen ein Stück weit von diesem Projektrisiko befreit sein. Ja, es ist nämlich auch unattraktiv für viele Kommunen da, was zu starten, weil sie Angst haben müssen, dass es dann, wenn es gestoppt wird durch zum Beispiel eine Bürgerinitiative, dass sie dann da auf Kosten sitzen bleiben. Da muss der Staat eben auch die schützende Hand drüber halten. Und was auch, finde ich, schon wichtig ist, das mag jetzt vielleicht ein kleiner Baustein sein. Ja, ich verstehe die Diskussion um die 10H-Regelung, aber es gibt zum Beispiel so ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel dieses Re-Empowerment von Windkraftanlagen, dass man sagen muss, okay, wenn da schon mal ein Windrad stand, warum können wir das Verfahren jetzt nicht beschleunigen? Weil also wenn das einmal umweltverträglich war, dass da ein Windrad steht, dann kann es eigentlich nicht sein, dass wir dann nochmal von vorne anfangen müssen. Also von daher, wenn wir jetzt schnell an den Start gehen wollen, dann müssen wir vor allem an das Thema Planungsbeschleunigung ran und alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat, heißt, wir brauchen weniger Start und nicht mehr, denn es gibt keine Institution oder kein Organ, was so schwerfällig ist wie die staatlichen Institutionen. Danke, Frau Grote. Erlauben Sie mir die Bemerkung. Ich finde es schon witzig. Seit 16 Jahren stellen Sie die Regierung im Bund und seit Jahrzehnten in Bayern und dann beklagen Sie, dass Deregulierungen nicht vorankommen. Und wenn ich mal, wir kommen später noch auf das Thema Verkehr, auch im Landkreis, dass da der Ausbau der S4 nicht vorankommt. Das ist in erster Linie ein Problem, das wir der bayerischen Staatsregierung verdanken und nicht irgendwelchen Regulierungen. Ich glaube, wir haben jetzt mit der ersten Runde schon mal einige Punkte aufgegriffen und würde vorschlagen, dass wir uns mal dem zweiten Thema zuwenden, weil wir haben ja leider nicht nur das Problem des Klimawandels und der Erderwärmung, sondern ein großes Thema ist auch das Artensterben. Und dazu haben wir jetzt einen zweiten Clip vorbereitet, mit dem wir in diese zweite Runde einsteigen. Das Artensterben ist gewaltig und schreitet voran. Auf der ganzen Welt schwindet die Artenvielfalt. So sind rund 1 Million der weltweit bekannten Arten, Pflanzen- und Tierarten vom Aussterben bedroht. Der Weltbiodiversitätsrat der Vereinigten Nationen warnt davor, dass wir dabei sind, unsere Nahrungsgrundlage zu zerstören. Die Ursachen dafür sind vielfältig und sie sind noch viel zu wenig erforscht. Das Schlimmste aber ist, dass sie überwiegend menschengemacht sind. Die wichtigste Ursache, die bekannt ist für das Artensterben, ist nämlich die Zerstörung der Lebensräume oder der Verlust der Lebensraumqualität. So ist bereits 80% der Feuchtgebiete sind zerstört und der Regenwald wird vernichtet. Bei uns gibt es fast keine extensiv genutzten artenreichen Wiesen mehr. Aber auch der Schadstoffeintrag und der Nährstoffeintrag spielt eine große Rolle. Es gibt wenig Insekten bei uns. So kann es nicht weitergehen. Hier dürfen wir nicht tatenlos zusehen. Wir müssen aktiv gegensteuern. Hier ist Politik gefragt und jeder Einzelne vor seiner eigenen Haustür. Danke. Sicher sehr bemerkenswertes Plädoyer. Artensterben, Flächenverbrauch, zwei wichtige Themen. Artensterben schreitet munter voran in der Bundesrepublik, der Flächenverbrauch auch. Auch hier würde ich als erstes mal die Vertreter der beiden Parteien dazu befragen, die die Regierung stellen. Warum
nach so vielen Jahren der Regierung stehen wir da nicht besser da, Frau Grote? Ich kann Ihnen nicht sagen, wann, an welchem Verhandlungstisch, aus welchem Grund Dinge, die beschlossen waren, Dinge, die angestrebt wurden, nicht durchgesetzt wurden. Das kann ich Ihnen einfach nicht beantworten. Ja, aber das ist mir als Bürger doch völlig egal. Ich wähle oder ich soll Menschen wählen, die mir vorher versprechen, dass sie dieses und jenes tun. Und dann liefern sie am Ende nicht. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wir haben in Bayern einen Riesenverbrauch pro Tag an Flächen und wir haben Artensterben, was zusammenhängt mit einer bestimmten Form industrieller Landwirtschaft. Und jetzt ist die Frage, gut, richten wir den Blick nach vorne. Was werden Sie tun, was wird der Herr Schrodi vorschlagen? Und die Frage geht natürlich auch an alle anderen, um möglichst schnell den Flächenverbrauch zu stoppen. Ich darf daran erinnern, 1998 gab es bereits den Bericht des Wuppertaler Instituts, die gesagt haben, wir müssen den Flächenverbrauch stoppen und wir müssen Flächenrecycling machen. Nichts davon ist passiert. Also auch hier wieder ein Fall, wo man die Ratschläge von Wissenschaftlern einfach in den Wind schlägt. Also grundsätzlich kann man ja durchaus so sagen, es gibt eine Konkurrenz zwischen den Wünschen des Menschen und den Kapazitäten der Natur. Die Art, wie wir hier leben, ist halt eigentlich so nicht vorgesehen. Also das ist nicht die Art, wie wir leben, ist nicht vorgesehen im natürlichen Kreislauf. Das heißt, wir müssen mit dem, wie wir unser Zusammenleben gestalten, versuchen sozusagen diese Balance wiederherzustellen, die jetzt generisch erstmal nicht vorhanden ist. Das ist die Schwierigkeit. Und diese Balance, es muss auch im demokratischen Prozess immer wieder neu verhandelt werden. Also konkreter Ansatz, natürlich wollen wir in die Höhe bauen. Aber wenn wir in die Höhe bauen wollen, dann haben wir auch andere Interessen zu berücksichtigen, Planungsverfahren zu berücksichtigen und so weiter und so fort. Also man ist in einer Demokratie, in einer permanenten Streitsituation, wo es darum geht, was machbar ist. Also ein wichtiger Punkt ist, in die Höhe bauen. Ein anderes Thema ist Versiegelung, wo es geht, auflösen, Versiegelung reduzieren und eben Flächen, die bereits versiegelt sind und wo man sagt, das können wir jetzt auch nicht wirklich gut renaturieren, die eben gezielt nutzen, um da in die Höhe zu bauen. Wir wollen, dass der Einsatz von Glyphosat verringert wird. Das ist ja auch eigentlich schon ein großer Teil gewesen von dem Insektenschutzpaket, was vom Deutschen Bundestag bereits verabschiedet wurde. Da soll auch sehr viel Geld noch weiterhin in die Hand genommen werden, um bedrohte Arten zu schützen. Wir sehen auch die Bedeutung von zusammenhängenden Biotopen. Also immer da, wo sozusagen was Schützenswertes ist und wo man sagt, okay, das ergibt jetzt auch Sinn, das irgendwie beieinander zu lassen, soll der Mensch sich natürlich möglichst raushalten. Und ich glaube, dass diese starke Betonung auch der Bedeutung der Wälder und der Biotope, dass das schon ein deutliches Zeichen ist, dass die CSU da wirklich was verstanden hat. Und ich kann natürlich Wähler und Wählerinnen, die jetzt in diesem Punkt immer wieder aus ihrer Warte her enttäuscht wurden, das vermag ich vielleicht nicht, die zurückzugewinnen. Aber ich als junger Mensch kann sagen, dass ich eine andere CSU heute erlebe, als ich sie noch 2008 zum Beispiel erlebt habe. Und ich merke durchaus, dass bei uns auch in den Arbeitsgemeinschaften das Thema Artenschutz viel, viel wichtiger geworden ist. Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Trend, sich so ein Vogelhaus irgendwie aufzubauen und zu schauen, dass da Tiere nisten können und einen Bienenstock zu haben. Und von daher würde ich sagen, dass die CSU, so wie sie heute aufgestellt ist, da einen deutlich stärkeren Fokus drauf legen wird. Vielen Dank, Herr Schrodi. Die Vorrednerin in ihren Statements bisher, das waren keine Plädoyers für eine Fortführung der Großen Koalition, sondern, wie ich es ja vorher schon gesagt habe, im Grunde ist es nochmal deutlich geworden, weshalb wir Mehrheiten über die Union brauchen, um wirklich Klimaschutz voranzutreiben in den nächsten Jahren, dass wir Bremsen lösen. Drei Punkte darf ich da nennen. Wenn sie Glyphosat gerade gesagt hat, es war die CSU, es war ein CSU-Minister, der mit seiner Unterschrift ohne die Zustimmung der Sozialdemokraten in der letzten Regierung dazu beigetragen hat, dass wir Glyphosat nicht schneller verbieten konnten. Jetzt wird es spätestens 2023, mit Ablauf 2023, verboten sein. Es ist jetzt schon beispielsweise im privaten Gebrauch verboten. Aber wir hätten da schneller sein können.
zum zweiten Flächenverbrauch, Anbindegebot. Herr Bill, ich darf mal eins sagen, es ist ja auch mal eine Vermischung zwischen kommunaler Landes- und Bundesgesetzgebung. Wir reden über, wir vermischen das immer so ein bisschen, weil natürlich der Bürger wissen will und auch Sie wissen wollen, was kann man tun. Aber wenn ich jetzt mal das Anwendegebot nehme und die Ausweitung von Gewerbegebieten, wo Freie Wähler und CSU massiv hier vorangetrieben haben, dass das Anwendegebot außer Kraft gesetzt ist und Gewerbegebiete auf der grünen Wiese entsprechend gebaut werden können. Das muss man rückgängig machen, wenn man Flächenverbrauch verringern will. Ich darf zum Beispiel auch sagen, beim sogenannten Baulandmobilisierungsgesetz, das wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Was hatten wir für Auseinandersetzungen mit der Union, die gesagt hat, Baugesetzbuch 13, Außenbereich Bebauung. Das Einzige, was sie wollten, das durchzusetzen, das konnten wir nicht verhindern. Was wir reingeschrieben haben, ist, dass wir Innenstadt vor Außenbereich stärken, dass wir schauen, dass wir brachliegende Flächen in Innenstädten nachverdichten, dass wir natürlich in die Höhe bauen und dass wir beispielsweise mit einer Grundsteuer C brachliegende Innenstadtflächen mobilisieren, statt immer weiter in die Fläche zu gehen. Da muss man sagen, auch hier, die bayerische Staatsregierung verhindert, dass die Möglichkeit, eine Grundsteuer C, brachliegende Flächen mit einer Grundsteuer C zu mobilisieren, verhindert nun die bayerische Staatsregierung in Bayern das umzusetzen. Wir haben das im Bund auf den Weg gebracht. Und was man natürlich sagen muss, Insektenschutzgesetz auf den Weg gebracht, damit wir Lichtverschmutzung in Schutzgebieten verringern, Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, damit wir Herbizide verringern. Natürlich gehört dazu auch, Herr Birl, dass wir mehr ökologische Landwirtschaft fördern. Haben wir auch mehr Mittel bereitgestellt, aber da müssen wir auch die europäischen Mittel noch weiter, was wir wollen, umlenken von der Säule 1, wo es ja schon ein Teil der Förderung in Ecoschemes, also sprich in ökologische Forderung, ökologische Landwirtschaft fließt, aber mehr auch in die zweite Säule geht, wo wir direkt auch dann die Ökosystemleistung in der Landwirtschaft mehr fördern. Das sind viele Punkte, wo wir wiederum einiges gemacht haben, aber andererseits natürlich weiter schärfen müssen und schneller werden müssen. Insofern gibt es da schon Antworten darauf, wo man ansetzen kann und ansetzen muss. Und das muss zeitnah und schnell in einer nächsten Regierung und das bitte mit anderen Mehrheiten und ohne die Union in der Bundesregierung vorangetrieben werden. Danke für das Statement, Frau Walter-Rosenheimer. Ja, danke. Der letzte Satz hat mir schon mal ganz gut gefallen, Herr Schrodi. Aber ich möchte an SPD und CSU, CDU oder CSU in diesem Fall ganz klar geben, dass weder ein Vogelhäuschen, wo die Leute sich freuen über die Vögel, Artenschutz macht, noch dass irgendwas auf den Weg bringen alleine genügt. Und wieder, es muss einfach jetzt dringend gehandelt werden. Uns allen sind natürlich die Hauptursachen für Artensterben bekannt. Haben wir jetzt gehört, die Zerstörung von Lebensräumen, auch zum Beispiel durch eine immer intensivere Landwirtschaft mit ihren Ackergiften, durch Industrialisierung, Flächenfraß und diese ausufernde Infrastruktur, die wir haben. Wir haben wirklich das Problem jetzt ganz konkret, dass Wiesen und Weiden umgepflügt werden, Hecken, Streuobstwiesen, Auen als Hort der Artenvielfalt praktisch total verschwinden. Und auch der Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen, natürlich die Klimakrise, giftige Schadstoffe in der Umwelt, Lichtverschmutzung, das alles gefährdet die Artenvielfalt, das wissen wir alles und die Fakten liegen auf dem Tisch. Aber beschlossene Ziele und eingegangene Verpflichtungen auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, auf internationaler Ebene, das Artensterben zu stoppen, die werden ungenügend umgesetzt. Und der Abwärtstrend setzt sich immer weiter fort, auch unter dieser Regierung. Und obwohl die Faktenlage klar ist, ergreift die Bundesregierung keine wirksamen Maßnahmen. Und das, was Sie, Herr Schrodi, gerade angesprochen haben, dieses im September 2019 vorgestellte Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung, das reicht lange nicht aus, um das Artensterben in Deutschland zu stoppen. Ganz im Gegenteil, die Bundesregierung subventioniert mit bis zu 50 Milliarden jährlich die voranschreitende Naturzerstörung durch ihre Landwirtschaftspolitik, durch ihre Verkehrspolitik, durch Zerschneidung und Versiegelung der Landschaft. Und Papiere mit Absichtserklärungen auf den Weg bringen, die die echten Ursachen des Artensterbens nicht anpacken, das, glaube ich, nützt niemanden. Wir müssen die großen Artenkiller, wenn ich es mal so sagen darf, stoppen. Deshalb wollen wir ein Sofortprogramm Artenschutz auflegen, wo wir den Pestizideinsatz zum Beispiel ganz deutlich reduzieren wollen. Wir wollen den Einsatz besonders schädlicher Umweltgifte wie Glyphosat verbieten. Das geht in anderen Ländern auch. Warum sollte es bei uns nicht gehen? Wir wollen den Verkauf
von naturwertvollen bundeseigenen Flächen und die Entwässerung von Moorstandorten stoppen. Und wir wollen militärische Konversionsflächen dem Naturschutz zur Verfügung stellen und nicht irgendwelche vielleicht manchmal lächerlichen Ausgleichsflächen dafür haben. Und wir wollen auch zur besseren Vernetzung der Schutzgebiete Naturschutzkorridore schaffen. Und wir müssen einfach mal schauen, gemeinsam mit den Ländern müssen wir die Naturschutzwirkung der Natura 2000 Gebiete verbessern. Wir brauchen mehr Nationalparks und andere Schutzgebiete. Und da liegt einfach das politische Interesse. Wenn ich an den Kampf der Grünen denke, allein in Bayern für einen dritten Nationalpark, was das für ein Problem ist hier, wo die CSU sich überhaupt keinen Ruck geben kann. Da will ich dann mal hören, was dann Naturschutz sein soll. Und Naturschutz muss auch ausreichend finanziert werden. Deswegen wollen wir 10% der Gelder aus dem Energie- und Klimafonds für Klimaschutz durch Naturschutzmaßnahmen einsetzen. Und wir wollen einen Wildnisfonds um 2% der Landesfläche. Da soll wieder echte Wildnis entstehen. Und was man auch sagen muss, es wird, wenn man anschaut, die Pestizide, ein Apfelbaum in Deutschland wird circa 20 Mal gespritzt. Nur mal so zur Verdeutlichung als Beispiel. Und der Verbrauch an Boden und Natur, auch durch die Landwirtschaft, ist massiv. Wir wollen da ganz klar in einem ersten Schritt auf 30 Hektar pro Tag deutlich vor 2030 kommen. Und ich will noch zu dieser Ernsthaftigkeit, weil es mich wirklich ärgert, sagen, zu der Ernsthaftigkeit, wie wir mit unserer Natur umgehen, wo wir jetzt allein in Deutschland 32.000 Tiere, Pflanzen, Pilze auf der roten Liste haben. Ein ganz wichtiges Thema ist unser Wasser. Die Wasserschutzrahmenrichtlinie fordert, dass alle Gewässer vom Grundwasser über Seen, Bäche, Flüsse in einen guten Zustand versetzt werden. Und dieser Prozess sollte 2015 abgeschlossen sein. Aber es war dann natürlich nicht analog dazu Umsetzung FFH-Richtlinie. Dazu gehört zum Beispiel, dass Gewässer wieder möglichst vollständig durchwanderbar sind, Stichwort Nasenbach, Fischtreppen. Es geht auch ums Grundwasser, das bei Weitem nicht so gut ist, wie wir denken. Stichwort Nitrat, Stichwort Pestizide, Moorrenaturierung. Das ist einfach, sind einfach Themen, wo ich denke, das kann man auch auf kommunaler Ebene viel bewirken. Wir haben schon ein bisschen gehört, Bebauungspläne, Versiegelung entgegenwirken, Straßenbegleitgrün, mehr Stadtgrün, Gebäudebegrünung. Ich denke, man kann viel machen, was man schnell anpacken kann. Nicht alles ist furchtbar teuer, aber es ist der politische Wille, der hier zählt. Vielen Dank. Herr Bode? Zum Thema Flächenverbrauch. Ist vor allem eine kommunale Aufgabe und nicht so einfach. Zwei Beispiele. München hat man sich explizit den Weg nach oben buchstäblich verbaut und hat entschieden, dass man nicht in die Höhe geht. Dann hat man sehr viel in Flächen noch verdichtet in München. München ist sehr dicht verdichtet. Das reicht aber auch nicht, also steigen die Preise dort statt die Gebäude. Nehmen wir hier unseren Landkreis, Orte wie Eichenau, Gröbenzell, typischerweise ehemaliges Moorgelände, nasse Wiesen, Torfabbau und so weiter. Also wir sind eigentlich genau, leben genau auf den Gebieten hier im Landkreis, die früher solche Naturgebiete waren, von denen wir da jetzt sprechen. Und Eichenau ist nach dem Prinzip gebaut worden, möglichst großer Garten mit möglichst kleinem Haus drauf. Also in dem Sinne schon sehr flächenintensiv. Das nennt man dann, hat man Gartenstadt benannt. Ich glaube, was eine Gartenstadt ist, muss man heute vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber es ist nicht so einfach, jetzt in den Bestand hinein zu verdichten. Wir sind da entsprechend bemüht. Wir müssen da Bebauungsplan durchgehen und das entsprechend hier nachziehen und natürlich auch ein gewisses Bewusstsein entwickeln, was so, sich so sukzessive im Gemeinderat auch entwickelt, dass man hier eben mit der Fläche etwas anders umgehen muss und hier stärker die Nachverdichtung ermöglichen muss. Aber es ist ein Prozess. Aber das ist ein Prozess, den wir in jeder Kommune machen müssen und hier voranbringen müssen. Und ja, mühselig, aber nichtsdestotrotz, dort gehört er vor allem erstmal hin. Also, wie gesagt, notwendig, aber eben, wenn man es dann im Detail betreibt, und das mache ich jetzt schon ein paar Jahre, es ist wirklich ein schwieriges und mühseliges Geschäft, das hier demokratisch auf den Weg bringen zu können.
Also das zum Thema Landwirtschaft. Das Wichtigste ist, dass wir es mit den Landwirten machen. Die Bereitschaft bei den Landwirten ist da. Ich bin ja seit 20 Jahren regelmäßig auf Kreisbauerntagen und so weiter und spreche mit denen. Da ist auch ein Generationswechsel da. Da ist ein Wille da, was zu tun. Aber es ist halt für Landwirte schwierig, ökologisch zu produzieren, wenn sie dann keine Abnehmer finden. Also der Wille wäre schon da, aber hier fehlt einfach der Markt. Ich finde es super, wenn im Aldi Öko-Angebote entstehen. Das finden nicht alle im Öko-Bereich so toll, aber ich finde es genau richtig, weil man muss eben Angebote schaffen und möglichst schauen, dass man an den Kunden kommt und ihm das Angebot liefert und er dann entsprechend auch zugreifen kann. Also die Verbrauchseite ist ja ganz wichtig. Wir haben Säule 1, Säule 2 haben wir schon angesprochen. Ich hätte gerne, dass wir vor allem eine starke zweite Säule haben. Und die Direktzahlungen sukzessive nach unten bringen. Das ist im EU-Bereich natürlich ein bisschen schwierig in der Verhandlung, ist ja auch schon angesprochen worden. Aber das wäre eigentlich die Zielsetzung, dass Landwirte dafür bezahlt werden, dass sie im weitesten Sinne eben die Kulturlandschaft pflegen, Artenschutz betreiben und so weiter und so fort. Ich ganz persönlich setze ja stark auf Digitalisierung in der Landwirtschaft. Ich denke, das hat ein ganz riesiges Potenzial, hier etwas zu verändern. Ich will im Tierbereich sowieso, gerade im Kuhstall läuft es ja schon sehr stark in der Richtung, aber auch im Acker, da haben wir ein sehr, sehr großes Potenzial. Ich will das nur kurz beispielhaft anreißen. Der erste Schritt wäre sozusagen die leichte Variante im Getreidefeld, dass man das Roboter entsprechend präzise erfassen, sehr genau wissen, was los ist auf dem Feld und wenn überhaupt Spritzmittel einsetzen, dann nur ganz, ganz minimal und gezielt, aber vorrangig auch zum Beispiel Roboter eingesetzt werden, um mechanisch hier Pflanzenschutz zu betreiben. Also hier haben wir einen großen Sprung, aber es geht, glaube ich, noch viel weiter. Gemüseanbau ist ein schönes Beispiel dafür. Wenn wir wirklich Quadratmeter für Quadratmeter digitalisieren, Sensoren haben und so weiter, dann kannst du hier die sozusagen ideale Pflanze für jeden Quadratmeter anbauen, kannst auch kombinieren, das heißt, du hast dann keine Monokultur mehr, sondern eine starke Mischkultur. Du kannst dann den Artenschutz auch direkt in das Feld integrieren und nicht sozusagen als Randstreifen betrachten. Das hat ein ganz riesiges Potenzial. Das Spannende ist, dass dadurch die Erträge auch deutlich besser werden. Wir brauchen den Traktor dann nicht mehr, die Traktorspuren fallen weg, die Bodenverdichtung ist weniger und insgesamt kann man 50-100% die Erträge sogar steigern, einfach, dass man sehr, sehr stark ökologische Landwirtschaft hier betreibt. Also praktisch einen Weg eigentlich zurück wie vor 200 Jahren, nur eben mit modernsten Mitteln. Und ich denke, da hätten wir ein riesiges Potenzial und wir müssten da viel mehr Druck machen, dass das nicht bloß geforscht wird und hier und da mal ein Modellfeld ist, sondern wirklich in die Fläche buchstäblich das zu bringen. Da käme ein riesen Schub rein. Vielen Dank, Herr Bode. Als nächstes hätte ich auch von Frau Droth gerne noch mal eine Stellungnahme dazu. Da gab es ja auch jetzt den Vorwurf in der Diskussion, dass es gerade auch die Freien Wähler sind, die auf kommunaler Ebene zu viel Gewerbegebiete ausweisen. Also das weise ich ganz klar zurück. Dieses Anbindegebot war ein CSU-Thema, das wollten die Freien Wähler so nicht haben. Das haben sie auch nicht unterstützt, aber man als kleiner Partner hat man da manchmal auch einfach das Nachsehen. Das hat Herr Schlodi ja vorhin auch selber schon erfahren. Dann wird man immer mit ins Boot geschmissen. Dieses Anbindegebot ist gut. Also natürlich aber muss man auch sehen, dass es da auch immer mal wieder Ausnahmen geben müsste. Also wenn halt Betriebe einfach auf dem Land sind und bei sich selber was verändern wollen, dann muss man denen auch eine Chance geben, bevor sie woanders ganz neue Flächen neu versiegeln, muss man da einfach extra Lösungen finden. Zum Thema Artenvielfalt, da gibt es ja ganz viele Leute, die sich richtig gut auskennen. Also es gibt die Landschaftspflegeverbände und es gibt
eben auch die Landwirte, die sich mit diesen Themen durchaus sehr intensiv beschäftigen. Man müsste nur einfach besser zuhören und die Wichtigkeit und denen mehr Bedeutung zumessen. Gerade diesen Leuten, die sich vor Ort auskennen. Man muss den Kommunen auch da, gerade was das Thema Gärten und Vorgärten und sowas. In Fürstenfeldbruck wurde jetzt eine Gestaltungssatzung verabschiedet, wo diese ganzen Schottergärten verboten werden, wo PV-Anlagen auf die Garagendächer kommen. Also es sind viele, viele kleine Schritte, die aber auch wieder von unten nach oben kommen müssen. Es ist das Thema Biotop. Momentan laufen Leute durch die Gegend und kartieren die Biotope und dann sagen die, da passt, da ist von den ganzen Voraussetzungen gut, da machen wir einen Sinn. Es gibt aber ja gerade bei den Landwirten, es gibt viele Biotope, die müsste man nur einfach... Den Landwirten muss man doch, oder den Leuten, die sich da auskennen, muss man zutrauen, dass die wissen, wo die Biotope sind. Da muss nicht jemand rumlaufen und extra welche suchen. Und dann muss man schauen, wie man die verbinden kann. Es gibt ja diese ganzen, also da finde ich es, ich finde es ganz schlimm, wenn man immer irgendwelche Leute, die dann eine Aufgabe kriegen, dahin schickt, wo die Kompetenzen definitiv vor Ort sind. Also ihr seid ja das beste Beispiel dafür. Der Landesbund für Vogelschutz, die Umweltverbände vor Ort, die kennen sich aus in der Gegend, die wissen, wo die Dinge sind, aber man hört nicht drauf, sondern man muss dann immer Fremde dazu holen. Also da ist Artenvielfalt, die Bauern vor Ort tun ja schon einiges. Es gibt, ich war letzte Woche erst auf dem Besuch, 70 Hektar Bienenweide, habe ich mir angeschaut, das machen die ohne Druck. Freiwilligkeit und die erfahren dadurch auch, was es da für Möglichkeiten gibt zusätzlich. Also da finde ich, muss man einfach auch wieder aus der Kommune von unten herauf das Ganze stärken und die Verbände, die vor Ort, die richtig gute Arbeit machen, unterstützen. So, jetzt Frau Martin-Köppel dazu. Ja, ich wollte sagen, wie man zum Beispiel jetzt verhindern könnte, das obendrauf bauen, das war schon mal, das Thema war ja angeschnitten, was ich sehr begrüße. Aber wie man jetzt Flächenfraß an auf oder vermeiden kann, indem man zum Beispiel Bauprojekte ganz anders fördert, das heißt genossenschaftlich, das heißt, man muss Bauprojekte zusammenfügen und das würde bedeuten, dass man Arbeit, Leben und Wohnen alles gestaltet. Und zwar, dass die Bürger sich auch einbringen können, zum Beispiel indem man sich einkauft, dass man sagt, ja, statt Miete, Mietkauf, dass man solche Projekte fördert. Dadurch könnte man in einer Fläche, wie gesagt, man würde dann verhindern, dass die Leute jetzt zur Arbeit fahren müssen, sondern sie sind zu Hause und sind auch zugleich bei ihrem Arbeitsplatz. Also Leben, Wohnen, Arbeiten zusammenfügen. Dann würde ich vorschlagen, oder die Linke würde vorschlagen, dass man zum Beispiel Leerstand nicht weiter fördert, sondern im Gegenteil. Leerstand darf nicht belohnt werden, sondern Leerstand muss aus meiner Sicht verboten werden. Es kann nicht sein, dass die Leerstand gefördert wird und dass man jahrelang Gewerbeprojekte leer stehen lässt. Das könnte man umbauen in Wohnungen. Und hier wäre schon mal es gibt Riesenflächen in München und Häuser und leerstehende Häuser, leerstehende Gewerbeflächen, die man da umgestalten könnte. Und da würde man wahnsinnig viele Wohnungen schon mal reinpacken können. Das wäre das eine. Und zu den anderen Themen, jetzt umweltpolitisch, da ist so viel gesagt worden, wo ich sage, ja, wir sind sehr nahe bei den Grünen, dass da dringend was gemacht werden muss. Und die Linke konnte sich daher bisher einfach nicht so einbringen. In der Opposition ist es immer äußerst schwierig und es wird fast alles abgelehnt, was da kommt, egal welche Vorschläge. Und im Landtag sitzt die Linke ja leider sowieso nicht. Also sind wir da, das ist fast schon, also für uns jetzt hier als Kreisverband, ja, das ist eine Art Machtlosigkeit. Und das würde ich natürlich furchtbar gerne ändern, sodass die Linke hier wesentlich mehr Einfluss gewinnen kann und könnte. Das wäre hier ein ganz gravierendes, wichtiges Anliegen. Ja, vielen Dank. Und last but not least, der Vertreter der ÖDP. Ja, ich finde es klasse, dass wir jetzt in diesem Rahmen endlich mal über das Thema Artensterben auch sprechen. Das ist ja eins der absoluten Kernthemen der ÖDP.
Und ich würde sagen, dass wir da ganz, ganz klare Lösungen auch da haben. Die stelle ich gleich vor. Aber wir haben nicht nur Lösungen im Angebot, sondern wir setzen die Lösungen auch um. Und das haben wir bereits bewiesen mit unserem Volksbegehren Rettet die Bienen, was ja unglaublich erfolgreich war, wo sich 18% der Bevölkerung eingetragen haben. Das haben wir initiiert. Das war, glaube ich, ein super Beispiel für gute Zusammenarbeit. Die Grünen sind mit eingestiegen, der LBV ist mit eingestiegen, der BN ist mit eingestiegen. Ich glaube, Linke und SPD waren am Ende auch mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Freie Wähler anscheinend auch, sehe ich gerade. Auch ich habe es erlebt, dass sich Basismitglieder der CSU beteiligt haben. Also ich glaube, Artenschutz ist so ein Beispiel, vor allem Rettet die Bienen, wo wir als Parteien alle mal erfolgreich zusammengearbeitet haben und wo vor allem auch die Naturschutzverbände weitestgehend erfolgreich zusammengearbeitet haben. Und die Punkte, die ich jetzt vorstellen werde, nochmal die ganz konkreten Lösungen, die wir über das Volksbegehren, das erfolgreiche Volksbegehren Rettet die Bienen hinaus noch vorschlagen würden, das sind Punkte, die wir gemeinsam mit Experten beispielsweise vom BN und vom LBV erarbeitet haben bei uns in der Partei. Und deswegen bin ich total dankbar, heute jetzt die in diesem Rahmen auch nochmal vorstellen zu dürfen. Das ist erstens, das ist der ganz zentrale Punkt, in dem Video wurde es gesagt, das Artensterben liegt vor allem daran, dass die Flächen fehlen, wo die Arten heimisch sind. Und zweitens, dass die Flächen, die noch existieren, nicht mehr miteinander verbunden sind. Heißt, dass die Arten quasi verinseln und unfachmännisch ausgedrückt Inzucht betreiben und keine starken Nachwuchs mehr hervorbringen können. Also ist der erste Punkt, dass wir die Biotope ausbauen und miteinander verbinden, dass es keine Verinselung von Biotopen mehr gibt. Wir schlagen vor, unsere Forderung ist, 13% der Bundesfläche sollen zum Biotop umgewandelt werden bis spätestens 2027. Wir müssen den Flächenfraß stoppen. Das wurde jetzt hier hinreichend auch schon diskutiert. Anwendegebot, wir brauchen Gebäude, die in die Höhe gehen und so weiter. Das wurde ausreichend gesagt. Das ist der erste zentrale Punkt, die Flächen ausbauen und verbinden. Der zweite zentrale Punkt ist, dass wir unsere Landwirtschaft umstrukturieren. Also aktuell ist es ja so, dass wir einen Großteil der Subventionen in der Landwirtschaft einfach nur für Fläche verteilen. Und unser Vorschlag ist, dass wir die erste Säule komplett abschaffen und landwirtschaftliche Subventionen nur noch vergeben an Landwirtschaft, die kleinteilig ist, die möglichst ökologisch ist, mit viel Dauergrünland, weil das meisten Artenvielfalt beinhaltet, und Landwirtschaft, die möglichst wenig Pestizide beinhaltet, also der zweite zentrale Punkt. Der dritte Punkt ist die Außenbeleuchtung weitestgehend einschränken. Ich denke, Sie kennen das alle, dass die Insekten ans Licht gehen, dann dort sterben, also Außenbeleuchtung weitestgehend zurückfahren. Und der vierte Punkt ist mobilfunkfreie Zonen bewahren und ausbauen, eben auch weil der Mobilfunk die Artenvielfalt sehr einschränkt. Auch vom BN gibt es da ganz, ganz viele gute Beispiele und Belege dafür, auch Studien, die da gemacht wurden von Geldern des BNs. Da bin ich sehr dankbar dafür. Also das sind die vier Punkte. Wir brauchen mehr Biotope und müssen sie miteinander verbinden. Wir müssen die Subventionen in der Landwirtschaft umverteilen. Wir müssen die Außenbeleuchtung einschränken und wir müssen mobilfunkfreie Flächen erhalten und ausbauen. Und das müssen wir gemeinsam mit den Bürgern machen. Und die Bürger spüren das alle, dass da was zu tun ist. Die wollen was tun. Deswegen war das Volksbegehren auch so erfolgreich. Und mein Plädoyer ist, dass wir als Parteien, als Organisationen mit den Bürgern da weiterhin mutig zusammenarbeiten und die Dinge radikal und konsequent angehen. Und dann können wir auch das Artensterben noch aufhalten beziehungsweise möglichst gut in die Zukunft starten mit einer gesunden Biodiversität. Vielen Dank für den Beitrag. Ich komme zur dritten Runde, wo es ums Thema Mobilität gehen wird. Man muss sich nochmal vor Augen halten, die Zahlen, die das Umweltbundesamt zusammengetragen hat über den CO2-Ausstoß. Und da sieht es so aus, dass sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Industrie praktisch keine Reduktion in den letzten 10 Jahren erreicht wurde, wenn es nicht gerade eine Wirtschaftskrise gab oder die Corona-Pandemie. Und beim Verkehrssektor haben wir sogar noch mal einen eklatanten Zuwachs. Also das ist ein Bereich, den man, glaube ich, besonders unter die Lupe nehmen kann. Und wir fangen an noch mal mit einem Videoclip. Bundesweite Verkehrspolitik sind in unserem Landkreis überdeutlich. Noch immer werden die falschen Prioritäten gesetzt. Alle Straßenbaumaßnahmen im Landkreis sind im vordringlichen Bedarf. Die Erweiterung der A96 erfolgte im Eiltempo.
Die B471 soll vierspurig ausgebaut werden. Die B2 werden Umfahrungen geplant um Althegnenberg, Hattenhofen und Mammendorf. Ein Wahnsinn, als würden die Klimaschutzziele mit 42% CO2-Einsparung für den Verkehrsminister nicht gelten. Über 30 Jahre dagegen warten wir auf den S4-Ausbau zwischen Pasing und Fürstenfeldbruck. Auch in den nächsten 10 Jahren wird es kein Gleis zu befahren geben. Verkehrswende, Fehlanzeige. Ein Weiter-so darf es nicht geben. Ja, das war jetzt auch nochmal sehr auf die lokale Ebene heruntergebrochen. Und da hat die Frau Grote und der Herr van Olfen natürlich einen gewissen Standortnachteil, weil sie nicht aus dem Landkreis sind. Aber trotzdem, glaube ich, können Sie beide was zum Thema Verkehr sagen. Daran wird es sicher nicht scheitern. Zu diesem Verhältnis Schiene-Straße, wenn man sich den aktuellen Entwurf für das Verkehrswegeplan anschaut, ist ja immer noch die Straße, die Autobahn in die Bundesstraße der Posten, der größte ist, nach wie vor weit vor der Schiene. Und wenn man sich überlegt, dass das ein Instrument sein soll für die nächsten 15 Jahre, dann muss man sagen, das ist ein Trauerspiel. Die Zahlen müssten ganz anders ausschauen. Warum sind die Zahlen so, wie sie nun dastehen? Vielleicht als Frage an die Frau Grote, weil es eben keine lokale Frage ist, aber gern auch an den Herrn Schrodi als Koalitionspartner und auch an die anderen nochmal, wie kriegen wir eine Verkehrswende hin? Und wie muss die aussehen? Und auch noch eine Nachfrage, weil das verschiedentlich schon kam. Das Elektroauto wurde erwähnt. Ich halte das Elektroauto für eine Sackgassentechnologie, weil es ja nicht zum Nullpreis erreichbar ist. Es braucht die gleichen Flächen. Es verbraucht genauso viel Energie und Rohstoffe in der Herstellung. Und beim aktuellen Strommix ist fast noch 50% genauso dreckig, wie wenn das Zeug direkt aus dem Auspuff kommt. Also, letzte Runde, bevor das Publikum die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen. Ich fange mal mit der Frau Grote diesmal wieder an. Dankeschön. Ich habe mich natürlich mit der Frau Staffler davor in Verbindung gesetzt, um auch eben diese lokalen Fragen beantworten zu können. Der vierspurige Ausbau der B471 ist dringend notwendig, weil wie Dachau auch Fürstenfeldbruck einfach rasant wächst und die jetzigen Straßen können das einfach nicht mehr tragen. Das Verkehrsaufkommen, das ist da Ihre Position. Die Position der CSU zum Thema Ausbau der Schiene ist, dass wir natürlich Schiene viel stärker bezuschussen müssen als Straße. Das ist ganz klar. Wir müssen da eben auch schnelleren Verfahren, um die Schiene jetzt zügig auszubauen. Aber wir sind eben nicht für einen dezidierten Neubaustopp für Fernstraßen. Umfahrungen da, wo sie Sinn ergeben, nämlich da, wo man sagt, ansonsten würde sich der Verkehr irgendwie durch eine kleine Gemeinde quetschen. Das sorgt nicht für eine gute Verkehrssicherheit vor Ort und das ist auch nicht angenehm für die Anwohner. Da lieber ein Verkehrsfluss um die Gemeinde herum, das ist da unsere Position. Und zum Thema E-Mobilität und wie schaffen wir den Wandel, auch da haben wir einfach immer eine gewisse eine Konkurrenz zwischen dem ÖPNV und dem Individualverkehr. Sollten wir die erneuerbaren Energien zügig ausbauen können, ist das E-Auto definitiv im ökologischen Vorteil zum Verbrenner. Meiner Kenntnis nach, da bringt es dann eben schon etwas. Ansonsten, der Ausbau des ÖPNV hat Vorrang in den urbanen Gebieten. Aber der Ausbau der Schiene macht halt auf dem Land nur bedingt Sinn, weil Ausbau der Schiene sehr teuer ist und eben auf dem Land, wenn es sehr versprengt ist, die Siedlung, dann ist es eben mit der Schiene jetzt nicht so einfach, dass da jeder sinnvoll angebunden wird. Aber Frau Grote, nochmal eine Nachfrage. Es geht ja nicht um keine Straßen bauen, sondern es geht darum, dass in dem Entwurf drin steht 132 Milliarden für die Straße und 112 für die Schiene. Es könnte ja auch drin stehen 40 für die Straße und 200 für die Schiene. Also das ist ja nochmal zwischen null und mehr als für Schienen ist ja ein Riesenunterschied. Und was ich ein bisschen widersprüchlich finde, ist, dass Sie einerseits jetzt von der ländlichen Region sprechen, wo tatsächlich natürlich eine Schiene
nicht das Passende ist. Und vorher reden Sie aber von der B2, vom B2-Ausbau. Da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen ländlichen Bereichen. Und das ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung zu sagen, das sind ganz viele Autos und das werden immer mehr. Und deswegen bauen wir noch mehr Straßen. Das Ziel muss ja sein, weniger Autos. Ja, meine persönliche Einschätzung ist, weil ich es aus Dachau kenne, Realität schlägt Idealismus. In der Realität ist es eben so, wenn es 10 Jahre dauert, bis eine Trasse, also bis eine Zugstrecke gebaut wird, dann wird in diesen 10 Jahren bei konstantem Zuzug wegen hoher Wirtschaftsleistung in der Region die Menschen sich anderweitig fortbewegen und dann nehmen sie das Auto. Okay, Herr Schrodi? Ja, auch hier gibt es wieder mehrere Maßnahmen, die auf den Weg gebracht respektive weitergeführt werden müssen. Ich habe übrigens gesagt, bevor ich 2017 in den Bundestag eingezogen bin, ich möchte, dass wir das Grundgesetz ändern an 3 Stellen, dass der Bund mehr investieren kann beim Wohnen, in die Bildung und auch beim öffentlichen Personennahverkehr. Das haben wir geschafft. GVFG, Stichwort Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, jetzt 1 Milliarde, später 2 Milliarden mehr, heißt mehr für den öffentlichen Personennahverkehr, brauchen wir dringend. Wenn wir gerade im Großraum München den Verkehr uns anschauen, es wird, wir werden den Individualverkehr nicht komplett verhindern, sondern wir müssen Angebote schaffen. Und das heißt, dass wir eben weitaus mehr in den öffentlichen Personennahverkehr investieren müssen. Dort, wo es mit der Schiene nicht geht, eben auch Busse. Das ist übrigens im Landkreis Bruck ein bisschen besser als in Dachau, aber auch da brauchen die Kommunen entsprechende finanzielle Unterstützung. Das wollen wir tun. Den Individualverkehr, Herr Birl, immer noch besser und insgesamt, Sie haben richtig gesagt, es geht darum, den Strommix zu verändern, deswegen Ausbau erneuerbarer Energien, dann ist das E-Auto besser als der Verbrenner, deswegen brauchen wir auch den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Und am Schluss ist das immer auch eine Gretchenfrage. Und das ist, glaube ich, etwas Spannendes, was wir hier schon nochmal diskutieren müssen. Die Gretchenfrage heißt nämlich, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, das wird alles mit massiven Investitionen verbunden sein. Der S4-Ausbau auch, den wir dringend brauchen, das sind Investitionen. Wie finanzieren wir das eigentlich? Und wenn ich mir dann anschaue, dass CDU, CSU und FDP Steuerentlastungen für Reiche versprechen, 30 bis 50 Milliarden Euro an Mindereinnahmen, für Bayern 6 Milliarden Mindereinnahmen, dann fehlt das an anderer Stelle. Ich glaube, wir brauchen ganz dringend viel Geld, damit wir die Angebote schaffen, damit Menschen klimaneutral sich fortbewegen können, damit wir die Verkehrswende auf den Weg bringen. Nochmal Ladesäuleninfrastruktur, auch was den überregionalen Verkehr angeht, das Schienennetz auszubauen. Und am Schluss eins, Herr Birl, liefere ich vielleicht dann noch nach. Nach meiner Kenntnis ist der Haushalt 2021 zum ersten Mal mehr Investitionen für die Schiene als für den Straßenverkehr enthalten. Da ist beispielsweise, sind ja auch im Paket für die Bahn die 86 Milliarden, 10 Milliarden nochmal für die Bahn an Kapitalerhöhung mit dabei. Also es ist schon was passiert, aber klar ist, dass zur Klimaneutralität dazugehört, dass wir den Verkehr auf die Schiene bringen müssen und dazu massiv investieren müssen. Ich habe vom Bundesverkehrswegeplan gesprochen, 2030. Dann sprechen den Haushalt. Ja, okay, aber das war mein Bezugspunkt, nur dass es da jetzt keine Verwechslungen gibt. Gut, Frau Walter-Rosenheimer als Nächste, bitte. Ja. Im Clip gerade haben wir ja gehört, ein Weiter-so in der Verkehrspolitik darf es nicht mehr geben, kann es nicht mehr geben. Und ich glaube, bei all dem, was ich hier höre, wir haben ja immer noch im Hintergrund den Klimawandel. Wir haben ein 1,5 Grad Ziel, das wir nicht mehr erreichen. Und das meiste, was ich höre, ist E-Auto, nicht E-Auto. Das kann die Lösung nicht sein, dass die Straßen dann weiterhin verstopft sind mit E-Autos, um es mal banal zu sagen. Wir brauchen eine Verkehrswende, eine Mobilitätswende. Das heißt für uns Grüne ganz klar, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr, die Verlagerung innerdeutscher Flüge auf die Bahn, Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahn und auch ein Ende zum Beispiel der Subventionierung von Kerosin. Und wir wollen ein Bundesmobilitätsgesetz,
das eine neue Grundlage schafft für Verkehrspolitik und für die Gesetzgebung. Und wir wollen nicht mehr ein Verkehrsmittel, das Auto, so zentral in den Mittelpunkt stellen, dass sich alles darum dreht, was braucht man als Autofahrer oder Autofahrerin. Ich meine, man muss so mit Mobilitätspolitik, muss man konsequent an allen Menschen ausrichten. Natürlich an Sicherheit, Klimaschutz, Verkehrsvermeidung, Flächengerechtigkeit, Lärmschutz, Luftqualität. Wir brauchen nicht viele neue Straßen. Wir sind nicht dafür, dauernd neue Straßen zu bauen. Wir sind auch nicht dafür, bei uns im Wahlkreis so viele Umgehungsstraßen zu bauen, ganz klar. Sondern wir sagen, wir müssen einfach viel breiter denken. Wie können die Menschen denn von A nach B kommen, ohne nochmal wieder mit neuen Straßen auch anzulocken? So nach dem Motto, wer Straßen baut, sät Verkehr. Das, finde ich, kann nicht die Lösung sein. Und das ist wirklich schon fast ein Drama. Ich meine, wer das hier begleitet hat bei uns politisch, ich war ja auch viele Jahre im Kreistag, der Ausbau der S4, ein Trauerspiel, ganz ehrlich. Diese ganzen Planungen, die wir da rauf und runter gehört haben. Ja, jetzt gibt es die Entscheidung, oder sagen wir mal so, der viergleisige Ausbau ist jetzt aufgenommen worden. Das ist ja recht und schön. Ich glaube, wer es verfolgt hat, weiß, dass es für uns im Westen auch diese zweite Stammstrecke, ewige Debatte, alles zieht sich über Jahrzehnte. Das ist wirklich, finde ich, das, was am allernervigsten ist, weil eigentlich jetzt was passieren muss. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das auch umgesetzt wird, also ob es auch wirklich eine schnellstmögliche Umsetzung eines zielführenden viergleisigen Ausbaus der S4 West gibt, ob wir da auch die Verbindungen hinkriegen, wie wir sie brauchen. Noch ist ja noch nichts passiert, wo es wirklich weitergeht. Und genau das ist, ich will es jetzt auch nicht so lang machen, das ist das, was wir brauchen. Und wir brauchen einfach eine Straße, auf der die Menschen sich, da lacht man uns jetzt aus, weil wir sagen, Lastenräder bezuschussen. Ja, was ist denn da dran lustig? Ich meine, wir brauchen Verkehrswege, auf denen die Menschen sicher fahren. Fahrradwege, wo ich auch von einem Ort in den anderen komme, wo ich einen breiten Fahrradweg habe, wo ich sicher fahren kann, wo ich auch Kinder mitnehmen kann. Ich kann auch auf dem Land Dinge mit dem Lastenrad transportieren. Wir brauchen sichere Fußgängerwege. Wir brauchen Schutzmaßnahmen im Straßenverkehr, auch für andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen als Autofahrerinnen. Das sind Dinge, die man umsetzen kann, die auch nicht das Allerhochpreisigste sind, sozusagen, was man in der Verkehrspolitik machen kann. Und da genau fehlt der politische Wille. Denn da kann man in andere Länder schauen, sei es zum Beispiel Dänemark, Kopenhagen, wer sich das mal angeschaut hat, wie man da fahren kann, oder Münster in Deutschland, die das ganz anders vorangebracht haben. Da hinken wir doch total hinterher. Wer möchte denn hier zum Beispiel in Germering sein Kind Fahrrad fahren lassen? Ganz ehrlich, die Sicherheit ist ein wichtiges Thema und der Wille, was zu verändern und den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, dass sie sich anders als mit dem Auto bewegen können. ÖPNV haben wir alles schon gehört, aber da brauchen wir den Willen, das auch umzusetzen und diese Veränderung auch herbeizuführen. Vielen Dank, Frau Droth. Also ja, das ist richtig. Wir brauchen da Veränderungen. Wir sind halt immer der Meinung, das muss tatsächlich von den Bürgern auch kommen. Und gerade auch die, zum Beispiel der ÖPNV. Es gibt Busunternehmen, die würden gerne tatsächlich mehr machen. Die haben, da lachen sie. Die Freien Wähler haben in Fürstenburg gerade angeschoben, das Thema Mobility Hubs. Also es geht darum, dass man Knotenpunkte findet, wo Leute umsteigen können vom Carsharing auf den Bus, auf das Fahrrad, dass man da Knotenpunkte definiert, wo die Leute sich tatsächlich überlegen können, welches Verkehrsmittel brauche ich. Man kommt eben nicht überall mit der Bahn hin und man kommt nicht überall mit dem Bus hin. Und man kommt, aber man muss vielleicht nach Hause, weil man außerhalb wohnt und weil die Bahnstrecke leider in den letzten 16 Jahren stillgelegt worden ist und jetzt nicht mehr vorhanden ist. Und die Brücke, die Wiederbelebung der Bahnstrecke fertig machen würde, die wurde leider abgebaut. Also es ist ja da leider viel auch verhunzt worden, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und da muss man tatsächlich neue Wege gehen. Und Umgehungsstraßen, ja, da wurden viele geplant. Aber wenn halt eine Umgehungsstraße vor 15 Jahren geplant worden ist, dann muss die jetzt nochmal überprüft werden. Und dann muss es auch, wenn man einen Fahrrad-Highway bauen will, der auch Flächen versiegelt und verbraucht und dann womöglich ganz woanders lang führt, den muss man überlegen, ob man den nicht dann an einer Umfahrungsstraße gleich mit integrieren kann. Also man muss da Lösungen finden, wie diese verschiedenen Mobilitäten, die wir ja haben. Und es gibt in Petershausen ein Carsharing-System und es gibt in Buchheim ein Leihrad-System. Es gibt ja diese Systeme, wie man die viel besser vernetzt
und zwar nicht nur innerorts, sondern auch übergreifend. Also Dachau, Fürstenfeldbruck wäre eine schöne Lösung, wenn es da Systeme geben würde, diese ganzen verschiedenen Mobilitätskonzepte verbindet. Aber da muss man auch dazu sagen, dass Autos, also Verbrennungsmotoren 2030 zu verbieten, ich glaube, das ist ökologischer auch ein Wahnsinn. Weil, also ich fahre mein Auto, bis es auseinanderfällt. Ich fahre jetzt schon seit 20 Jahren Methan-Hybrid-Fahrzeuge und versuche nur mit Methan zu fahren. Unsere Methan-Tankstelle in Bruck ist Biomethan 100%. Also da kann man schon auch selber was tun. Aber wenn ich das jetzt ich hoffe, mein Auto hält noch so lange, ich möchte das nicht, also das hat auch einen Verbrennungsmotor mit drin, weil man in manchen Ländern da gar nicht anders fahren kann. Und das dann wegzuschmeißen und alle Autos zu verschrotten, nur weil sie einen Verbrennungsmotor haben, also ob das ökologisch sinnvoll ist, das wage ich zu bezweifeln. Also ich finde, da muss man viel mehr setzen auf die unterschiedlichen Möglichkeiten und die besser zu vernetzen. Gut, danke, Frau Martin-Klöppel dazu zum Verkehrsthema. Ja, um jetzt gleich mal auf das Lokale zu kommen, das lokale Thema, also sprich der Ausbau der S4, weil ich wohne ja in Emmering und das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Und ich hatte mich letztes Jahr bei der Landratswahl eben auch an den Herrn Kammersin zu diesem Thema gewandt. Und als die Ergebnisse der Landratswahl eben da vorgelesen wurden, habe ich mich zum Schluss noch verabschiedet, sehr freundlich vom Herrn Kammersin, habe ihm beglückwünscht zu seiner, ja, dass er gewählt wurde und das so, ja, so mehrheitlich. Und ich habe ihn verabschiedet und habe zu ihm gesagt, ich verlasse mich jetzt auf Sie, dass das klappt mit dem Ausbau der S4. Oh, da wurde ich fast ausgelacht oder belächelt und habe gesagt, ich finde das Thema gar nicht so, also dass es lustig ist, sondern ich meine das sehr ernst. Und habe gesagt, Herr Kammersin, ich verlasse mich auf Sie, dass Sie das anschieben. Aber wie gesagt, da war überhaupt, ich hatte das Gefühl, da ist keine, also da hat man gar nicht das Wollen oder ich habe das Gefühl gehabt, da rede ich, das ist eine leere Worthülse, also das wird gar nicht aufgenommen. Jetzt tatsächlich passiert plötzlich etwas, warum auch immer, aus welchen Gründen. Aber das wurde ja, wie gesagt, das geht ja schon seit ewigen Zeiten. Plötzlich passiert was. Und genau diese Punkte mit dieser Vernetzung, dass nicht nur jetzt die S4, dass das ausgeweitet wird, sondern auch die Verbindung nach Dachau, die ist unglaublich schlecht. Und das Elektroauto, die Leute greifen zum Auto, weil es eben die Verbindungen hier nicht so haben. Das muss so zusammengefügt werden, eine Vernetzung. Und wir brauchen Strategen, also die sich wirklich mit diesem Thema befassen. Ich glaube, das ist nicht nur die Aufgabe jetzt von Politikern, die sich da immer drum rumwinden, sondern dass das einfach ein Konzept entworfen wird und zwar sehr, sehr schnell. Und Fachleute und sich mit Fachleuten zusammensetzen und nicht nur irgendwie irgendwelche Stöpseleien. Das bringt nichts und das verhindert immer wieder, auch hier, ich wohne, wie gesagt, in Emmering und an der Rockensteiner Straße, da wollte man schon längst eine Lösung finden, dass diese Verdichtung hier, das ist ja manchmal so schlimm, auch mit dem Lkw-Verkehr, dass da eine Lösung herkommt. Das wird auch immer wieder verhindert, seit 25 Jahren. Und da sind wir aber keine Ausnahme, das über in ganz Bayern wird da, ich glaube, manchmal sehr viel von der CSU verhindert, aus welchen Gründen auch immer. Und da muss sich was ändern. Danke für den Beitrag. Herr Bode, vielleicht können Sie auch noch mal aus der Perspektive, weil jetzt gerade beim Thema S4 auch der Landrat angesprochen wurde, aus Kreistagsperspektive was dazu sagen, aber auch natürlich allgemein zum Verkehrsthema. Ja, also auf kommunaler Ebene würden wir gerne mehr tun, aber da ist nicht so viel Möglichkeit, dass liegt beim Landesverkehrsministerium letztlich, wer auch immer das innehat. Ich kann eine kleine Story beisteuern. Die ist schon seit Ende der 90er Jahre, wird das ja sehr intensiv diskutiert und es hat dann immer geheißen, ja, ja, wir sind dran, es passiert. Also von der damaligen CSU-Regierung. 2009 ist dann mein Parteifreund Martin Zeil Wirtschafts- und Verkehrsminister geworden und dann habe ich ihn mal gefragt, du, wo sind denn jetzt diese geheimen Pläne, die gegeben haben soll? Und dann sagte er mir, die gab es nicht. Ja.
Er hat ja dann dieses Bahnknotenkonzept auf den Weg gebracht und dann damit auch die S4 mit angeschoben. Gab ja dann auch das Gutachten, das das positiv bewertet hat. Dann aber sind wir wieder aus dem Landtag rausgeflogen und dann danach ging es nicht mehr weiter. Muss man leider Frau Grote ganz hart der CSU anlasten, wenn sie den Verkehrsminister stellt, dann geht nichts voran. Das ist wirklich einfach, schlicht einfach so. Und es ist sehr ärgerlich und ich verstehe es auch nicht, warum man hier das immer so wegblockt. Das ist mir total unverständlich und es ist sehr ärgerlich. Ich möchte aber einen Punkt noch kurz ansprechen, der mir wichtig ist, weil ich ihn seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik predige. Wir reden ja alle über Mobilität und so weiter und welche Form auch immer. Aber keine Mobilität, also wenn man nicht mobil sein müsste, wäre ja viel besser. Wir sind ein extrem auspendlerstarker Landkreis, sprich nach München und zurück. Und wenn das nicht notwendig wäre, wäre viel besser. Und deswegen plädiere ich seit 20 Jahren dafür, dass wir Wohnen und Arbeiten wieder stärker zusammenbringen müssen. Das heißt nicht nur Homeoffice, das hat ja jetzt einen guten Schub bekommen, sondern dass die Betriebe eben nicht in München sind, sondern dass sie hier im Landkreis unmittelbar vor der Haustür sind, dass man eben nicht so weit fahren muss, dass man einen kurzen Arbeitsweg hat, wo man zu Fuß oder mit dem Radl hinkommen kann und nicht diese großen, weiten Strecken hat. Und auch so viel Lebenszeit da in, sei es S-Bahnen oder Autos verbringt, im Stau und so weiter. Das ist alles nicht notwendig. Also dieser Landkreis ist natürlich leider so als gewissermaßen Personalreservoir für München vieles gebaut worden und so entstanden. Aber das muss nicht so bleiben. Es dauert natürlich eine Weile, bis wir das ändern. Aber ich möchte den Gedanken wirklich sehr nahe bringen, dass wir in den verschiedensten Formen Wohnen und Arbeiten wieder zusammenbringen. Gut, vielen Dank, Herr Bode. Könnte man jetzt einige Bemerkungen darüber machen, ob Ihr Parteifreund Zeil die S4 mit angeschoben hat oder mit an dem, der Operation der Amputation beteiligt war? Nein, aber können wir gerne ein andermal diskutieren. Ja. Gut, letzter in der Runde zum Thema Verkehr und dann haben die Zuhörerinnen und Zuhörer das Wort. Ist der Kandidat der ÖDP. Ja, unser Ansatz in der ÖDP ist zu sagen, nachhaltiger Verkehr muss so attraktiv sein, dass ein Großteil der Bevölkerung auch gerne auf nachhaltigen Verkehr umsteigt. Aktuell ist es einfach so, dass nachhaltiger Verkehr äußerst unattraktiv ist und deswegen greift ein Großteil der Bevölkerung auch einfach zum Individualverkehr. Und das ist ein großes Problem. Das sehen wir bei den ganzen Anwohnern, die jetzt nach Umgehungsstraßen schreien, die einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Verkehr haben, der durch ihre Dörfer geführt wird. Und ich denke, dass die einzigst nachhaltige Lösung wirklich ist, vom Individualverkehr runterzukommen. Es hilft wirklich nur kurzfristig was, wenn wir Flächen weiter versiegeln, sondern wir müssen einfach den Individualverkehr reduzieren. Und dafür muss alles, was kein Individualverkehr ist, einfach sehr viel attraktiver sein. Vor allem die Dame von den Grünen, Frau Walter-Rosenheimer, hat es vorhin sehr, sehr gut gesagt und da kann ich mich in vielen Punkten nur anschließen. Wir müssen einfach das Budget vom ÖPNV verdoppeln, mindestens verdoppeln. Wir müssen Rad-Direktwege und Rad-Schnellwege ausbauen. Und Frau Droth, da muss ich Ihnen widersprechen, das heißt nicht immer, dass dadurch neue Flächen versiegelt werden, sondern man kann auf dem Auto Fläche nehmen, was schon auf der Straße ist und einen Teil der Straße als Radverkehr ausweisen oder auch ehemalige Schienenwege verwenden für Radschnellwege. Man kann auch Schienen wieder reaktivieren. Es gibt unglaublich viele Schienen in Bayern, auf denen kein Personenverkehr mehr genutzt wird, sondern der maximal vielleicht noch für Güterverkehr genutzt wird, aber oft auch kaum noch mehr das. Also wir müssen auf jeden Fall die Schienen wieder reaktivieren, die wir haben. Wir müssen den Schienenverkehr attraktiv machen. Da kann ich mich allen Vorrednern und Vorrednerinnen nur anschließen. Und ich denke, dass wir da einfach ganz konsequent sein müssen. Und deswegen ist auch dieser Neuzulassungsstopp für Verbrenner total wichtig, den auch die Grünen fordern, den fordern wir auch. Wir fordern ihn 5 Jahre früher, im Jahr 2025. Und Frau Droth, für Sie, ich glaube, haben Sie falsch verstanden. Das hat die Frau Rosenheimer vorher anders gemeint. Es geht nicht darum, dass man ab 2030 alle Verbrenner verbietet und niemand darf mehr Verbrenner fahren, sondern dass man ab 2030 keine Verbrenner mehr zulässt. Und unser Vorschlag ist es eben 5 Jahre früher. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind ÖDP und Grüne sich da sehr nah beieinander.
wir sind ein Stück weit konsequenter. Und das sieht man, glaube ich, auch an unserer Umsetzung. Also was ich den Grünen da jetzt nochmal kritisch vorwerfen darf, ganz zum Ende, ist, dass die Grünen in Hessen den Verkehrsminister stellen und trotzdem drei Wälder platt gemacht haben, um die A48 da durchzubauen. Das wäre mit einer ÖDP nicht passiert. Also wer konsequent einen konsequent nachhaltigen Verkehr haben will, der wählt ökologisch, und wer es ganz konsequent haben will, der wählt ÖDP. Okay, vielen Dank für das Statement. Eine Sekunde. Ich wollte nur ganz kurz mit dem Verbrennungsmotor. Ich gebe Ihnen recht, Mann, das wäre toll, aber dann muss man auch den anderen die Möglichkeit geben, sich irgendwo einen Kraftstoff zu holen. Weil ich kenne es vom Methanauto. Also wir fahren, also es reicht ja nicht, wenn du in Deutschland dann durch die Gegend kommst mit deinem Auto von A nach B, und dann kannst du, wenn du nach Frankreich kommst, dann hast du leider keine Chance mehr, was zu tanken. Also da müssen wir dann tatsächlich europäisch denken, und wenn wir das schaffen, bin ich bei Ihnen, bin ich sofort dabei. Aber dann dürfen wir nicht aufhören, an die Leute zu denken und an den Verkehr zu denken und an die Leute, die leider noch den Lkw-Verkehr, der auch auf die Schiene soll, gebe ich Ihnen recht, bin ich bei Ihnen. Aber solange es den gibt, müssen wir denen eine Chance geben. Also da bin ich voll bei Ihnen, da geben wir uns, glaube ich, die Hand. Bitte kein Zwiegespräch. Doch, wenn ich da einhaken darf, Herr Birl, genau, um das ging es nämlich, als ich das vorher gesagt habe. Wenn wir sagen, wir wollen aus etwas raus oder was verändern, dann müssen wir Angebote schaffen. Und das wird nur mit massiven Modernisierung und Investitionen gehen. Also nur zu sagen, ich mache etwas, ich verbiete etwas, aber nicht zu sagen, was kommt dann, das hilft nicht weiter. Insofern gehört beides zusammen. Ich kenne auch jetzt gar keine Partei, die nur was verbieten will. Ich kenne aber die Grünen, die gerne in die Ecke gedrängt werden, wobei wir immer sehr genau durchrechnen, was was kostet, und die Gegenfinanzierung auch klarstellen. Das tun wir auch. Also soweit ich das jetzt übersehe, hat hier niemand gesagt, wir verbieten nur und machen nichts anderes. Das, glaube ich, wäre jetzt der Punkt, wo es kaum einen Dissens hier in der Runde gibt. So, wir sind bei der letzten Runde. Das ist die mit den Fragen und Beiträgen von den Zuhörern, die der Peter Knoll jetzt für uns gesammelt hat. Und vielleicht, weil die Beate Walter-Rosenheimer ja nicht so viel Zeit hat, falls es irgendwelche Fragen gibt, die direkt an Sie gerichtet sind aus dem Chat, vielleicht kann man die vorziehen. Also die Frage, die an alle geht, auch an die Frau Rosenheimer, ist, welche drei Maßnahmen sie als erstes umsetzen wird in den ersten 12 Monaten, wenn sie an die Regierung kommt. Dann Frau Walter-Rosenheimer. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt schon gemeldet, dass ich vielleicht etwas später komme, also kein Stress. Was ich durchsetzen will, was mir wichtig ist, wir haben jetzt lange über Klimaschutz gesprochen, und das ist mir das Hauptanliegen. Ich glaube, ich habe dazu viel erzählt, was wir mit unserem Klimaschutzmaßnahmenpaket angehen wollen. Die zweite Sache, für die ich stehe und wo ich auch dafür brenne, ist soziale Gerechtigkeit. Ich kann jetzt vielleicht einfach mal drei Beispiele nennen, die ich sofort umsetzen würde. Das wäre eine Kindergrundsicherung. Wir haben jedes fünfte Kind in Deutschland immer noch in Armut leben. Hartz IV überwinden, endlich raus aus diesen Sanktionen mit einer Garantiesicherung und dafür sorgen, dass Menschen, die in Rente sind, die am Ende des Lebens stehen, eine gute Pflege haben, wo auch die Leute, die pflegen, gut bezahlt werden, und eine Garantierente, von der sie auch gut leben können. Das sind jetzt die beiden Bereiche Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Ich bin jugendpolitische Sprecherin und war lange in der Kinderkommission des Deutschen Bundestags gegen Kinderarmut, habe ich gesagt, Kindergrundsicherung. Und was ich möchte, das passt zu diesem Thema heute, Klimaschutz ist Generationengerechtigkeit. Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Ich habe ja selbst 5 inzwischen gerade erwachsene Kinder. Was hinterlassen wir denen eigentlich? Und ich finde, dass wir junge Menschen früher beteiligen müssen. Ich habe einen Gesetzentwurf vorgelegt, der auch in meiner Fraktion einstimmig durchkam, zur Senkung des Wahlalters. Ich möchte, dass junge Menschen ab 16 wählen können. Und das wäre das Dritte, was ich sofort durchsetzen würde. Bitte die anderen Kandidaten zu den erneuerbaren Energien. Ich habe die Frage nicht vollständig vorgelesen. Ah, okay. Dann ganz kurz, Ausbau erneuerbarer Energien, da die Ausbauziele anheben. Zweitens, natürliche CO2 senken, schützen und renaturieren, Moore, Wälder, da die Gelder entsprechend aufstocken. Drittens, mehr finanzielle Investitionen in die Klimaneutralität, wie gerade angesprochen, Bahn etc., auch Forschung und Entwicklung, damit wir das beides zusammenbringen. Das sind die drei Punkte. Danke, Herr Bode.
Ja, ersten Punkt habe ich schon ausgeführt, Klimaschutz, Mengensteuerung, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den auf den Weg bringen. Digitalisierung rauf und runter, ich bin ja Informatiker vom Beruf, also ob das jetzt Digitalisierung in der Landwirtschaft ist, Digitalisierung bei entsprechenden Steuerungsmaßnahmen, etwa eben für Strom, also da in der ganzen Palette, und dabei würde ich es dann auch für den Augenblick gleich bewenden lassen. Frau Droth? Mir ist ganz wichtig das Thema Bürgerbeteiligung, dass also bei großen Projekten, gerade auch in einem erneuerbaren Energienbereich, da kann man sich an Wilpoldsried ein ganz tolles Beispiel nehmen, das Energiedorf, das tatsächlich über die Bürger das geschafft hat, viel, viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, als es jemals verbrauchen kann. Da müssen wir hin. Zweitens finde ich, dass die CO2-Kennzeichnung ganz wichtig ist, also gerade auch auf Nahrungsmitteln. Es hilft nichts, wenn wir ganz toll sind und alles super machen, aber dann unser Fleisch von sonst wo holen und nicht wissen, wie das, was wir uns einkaufen, tatsächlich, was das für einen CO2-Wert hat, im Grunde genommen. Und dann finde ich, dass man viel mehr Pilotprojekte fördern muss. Ich würde da auch gerade hier bei uns, gibt es den Fliegerhorst, der aufgelassen wird, das ist ein Thema, da muss man gerade im Bereich Renaturierung groß, da könnte man ein großes klimaneutrales Wasserstoffzentrum mit vielen freien Flächen und Biodiversität schaffen. Das wäre so mein Traum. Herr von Olfen? Also meine drei ersten Maßnahmen für die Umsetzung des Ausbaus der erneuerbaren Energien wären erstens die 10H-Regel über die Länderöffnungsklausel zu kippen. Das geht auch von Bundesebene. Zweitens die EEG-Umlage für Menschen, die ihre Photovoltaikanlagen selber auf dem Dach haben, abzuschaffen. Dann wird es auch für die Menschen oder für die einfachen Bürger wieder sehr viel attraktiver, Photovoltaikanlagen auf dem Dach zu haben. Und der dritte Punkt wäre, wieder Bauenergiegenossenschaften zu ermöglichen, dass auch die Bevölkerung sich am Ausbau beispielsweise der Windkraft beteiligen kann und dann auch am finanziellen Gewinn des Ausbaus der Energien, der erneuerbaren Energien beteiligt wird. Danke, Frau Grote. Erstens Gebäudesanierung vorantreiben, vor allem in den Gebäuden, wo man selbst den Hut auf hat, beziehungsweise den Grundbucheintrag. Zweitens CO2-Preis und drittens die Planungsbeschleunigung, also dass man versucht, über die Gesetzgebung Planungsverfahren gezielt zu standardisieren und zu beschleunigen. Danke, Frau Martin-Köppel. Ja, die Linke legt ja das in ihrem Wahlprogramm das beste Finanzierungsprogramm vor. Und das heißt also, den Staat 90 Milliarden im Jahr bleiben. Bei den anderen sieht es ein bisschen düster aus, FDP und CDU, sprich Union, da bleibt nichts hängen, da muss man sogar drauf zahlen. Jetzt ist mein Vorschlag, da das ja eine großartige Finanzierung ist und wenn die umgesetzt wird, dann kann man aus diesem Topf Gelder fördern und genau die Maßnahmen, wo man genau in diese Umweltprojekte hineinfinanzieren muss, da wäre Geld da, sprich man könnte die Bürger mitnehmen, man könnte das finanzieren, Photovoltaik auf die Dächer, die Leute müssten da viel mehr Anreize bekommen und da wäre Geld da, dieses zu verwenden. Und das ist mein Anliegen und das ist auch das Angebot der Linken. Danke für die Antworten auf die erste Frage. Entschuldigung, weil ich habe jetzt die Frage natürlich, Sie haben nicht zu Ende gelesen gehabt und ich habe das allgemein eingeschätzt, was heute noch nicht viel, ich will es nur ergänzen, ganz kurz, ich würde sofort ein Tempolimit einführen, 130 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen und 30 in Innenstädten, nur damit die Frage nicht völlig daneben geht, weil ich eben das Ende nicht, das hatten Sie irgendwie mal vorgelesen. Ich habe eine weitere Frage zur Verkehrsplanung. Es haben ja alle Kandidaten die Verlagerung auf die Bahn gefördert. Jetzt gibt es den Einwand von den Zuhörern, von einem Zuhörer, der sagt, wenn dann die GDL mal wieder streikt, wie ist dann die Versorgungssicherheit gewährleistet? Ich rate meinen Kunden dringend, alternative und zuverlässige Wege aufzubauen unter Ausschluss des Schienenverkehrs. Sorry. Ist da was geplant, um da eine Versorgungssicherheit zu gewähren?
Also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, Entschuldigung, aber da geht es jetzt ums Streikrecht. Ja. Und nicht um Umweltschutz. Und das ist ein völlig legitimes Recht. Das wird so bleiben. Ich weiß nicht, was man da jetzt, also wenn man auf die Schiene umstellt, man kann keine, wollen, soll da jetzt eine Zwangsregulierung für Lokführer eingeführt werden? Also die Frage geht ein bisschen am Thema vorbei. Ich glaube, dass die Frage eher so gemeint ist, dass wenn man seine Mitarbeiter auf die angewiesen ist und die alle auf die Bahn umsteigen, was man dann machen soll. Und ich glaube, da gibt es schon Konzepte. Da gibt es ÖPNV-Konzepte, da gibt es Buskonzepte. Natürlich müssen die Busse dann aber auch die Chance haben, klimaneutral zu fahren. Also mit Antriebsstoffen, die dann auch angeboten werden können, wo dann Tankstellen vorhanden sind. Und man muss im Zweifelsfall auch dieses Mitfahrgelegenheiten, Mitfahrzentralen, Mitfahrbänke und dieses Thema, was auch jetzt schon möglich wäre, dass nicht jeder alleine mit seinem Auto nach München in die Arbeit fährt, sondern dass man tatsächlich, und das haben wir von den Schreinierern auch schon mal im Stadtrat gefordert, und das wurde ganz arg belächelt, dass man eben an den Bahnhöfen, wenn mal wieder was ist, Mitfahrpunkte festlegt, wo man sagt, okay, da kann ich einfach hingehen und wenn einer vorbeifährt, der nach München fährt, kann ich da einsteigen und mitfahren. Nur eine Möglichkeit. Also ich glaube, dass es so ist, wie Herr Birl das verstanden hat. Ich habe es auch so verstanden, jetzt kann man über den Streik der GDL denken, was man will, aber es ist das Streikrecht und wir werden hier keine, also wegen des Streikrechts und mal Streiks im Bahnverkehr nicht andere Verkehre quasi dann stärken, weil mal die Bahn streikt. Im Gegenteil, wir müssen halt die Bahn insgesamt zuverlässiger machen und dann damit leben, dass die Bahn mal streikt, wobei nochmal, ich halte den Streik für ein bisschen schwierig, weil auf Kosten anderer in diesem Konzern geht, auch andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, müssen die Leute besser bezahlen, attraktiver machen und die Bahn insgesamt stärken. Also Entschuldigung, wenn ich da jetzt eingreife, aber es gäbe ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Bahnmitarbeiter zu verbeamten und Beamte haben kein Streikrecht. Auch das wäre eine denkbare Variante. Also ich halte die Frage durchaus für legitim. Sie muss uns nicht gefallen, aber es ist eine berechtigte Frage. Deswegen die Frage, nachdem es gestellt worden ist, wie ist da die Position der Kandidaten dazu? Also ich sehe auch das Streikrecht als was Wesentliches und Wichtiges an. Und dass jetzt da viel gestreikt wird und das gerade sehr unangenehm ist, das betrifft mich auch. Wir hatten jetzt letzte Woche Sondersitzung, wir haben nächste Woche Sondersitzung. Und es ist sehr schwierig, man kämpft sich Stunden da nach Berlin mit der Bahn. Aber es ist eben ein Grundrecht und eigentlich wollen wir darüber nicht diskutieren. Und nein, ich finde nicht, dass wir uns da Sachen überlegen sollen, wie die Leute dann vielleicht besser aufs Auto, egal ob gemeinsam oder nicht, umsteigen. Das ist ja keine totale Zerrüttung der Bahn, sondern das sind Streiktage, die sind angekündigt. Es ist unangenehm, aber ganz ehrlich, was nützt ein Streik, wenn es keinen betrifft, wenn er irgendwie im Hinterzimmer stattfindet? Und von meiner Seite ganz klar, die Bahn bleibt da das bevorzugte Mittel. Und ich denke, mit diesen Streiktagen kann man umgehen. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich finde auch, dass das ein absolut legitimer Streik ist. Von der Gewerkschaft, ich finde, dass viel mehr Berufsstände ab und zu mal streiken dürften, vor allem die Pfleger, aber auch die Sozialarbeiter, zu denen ich dazu gehöre. Ich glaube, wir dürften viel öfter auf die Straße gehen und unser Streikrecht einfordern. Und es gibt einfach gewisse Berufe, die unglaublich viel leisten für unsere Gesellschaft. Und das wird aber einfach nicht so bezahlt und nicht so gesehen und gewertschätzt. Vielleicht mal mit einem Platscher, aber nicht mit dem, finanziellen Gegenmittel für das, was sie eigentlich leisten. Und ja, ich denke, sowas passiert einfach, dass man einfach mal nicht an den Ort kommt, an den man hin will. Aber das gehört auch zu unserer Gesellschaft dazu, dass wir das lernen, dass wir nicht immer alles haben können, was wir haben wollen. Und auch so ein gutes Leben führen mit den Bedingungen, die wir nun mal haben. Das ist, glaube ich, eine Kernkompetenz. Und die werden wir in den nächsten 10, 20 Jahren brauchen, weil das wahrscheinlich genau die entscheidende Kernkompetenz ist, im Rahmen unserer begrenzten Mittel gut leben zu können. So, noch jemand, der was dazu sagen möchte aus dem Kreis der Kandidaten und Kandidatinnen? Frau Martin-Klöppel nennen. Ja, ich würde das eben auch sehr gerne forcieren und sagen, ja, das Streikrecht ist unglaublich wichtig. Und ich denke, dass wir Deutschen auch ziemlich verwöhnt sind. Ich habe zeitlang in Griechenland gelebt und da waren wir froh, wenn der Bus überhaupt kam. Also die Leute nehmen das alles ein bisschen lockerer, auch wenn man dann eventuell zu spät zur Arbeit kommt. Ich glaube, das ist viel wichtiger,
dass man sagt, okay, Streikrecht ist wichtig und es kann man nicht sagen, wir schränken das jetzt ein oder es ist unangenehm. Weil wann sollen die Leute streiken? Am Sonntag? Wenn möglichst wenig fahren, ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, da kann man den Druck nicht ausüben. Und das Streikrecht beinhaltet ja, es muss ein bisschen wehtun. Also sprich, Streikrecht ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht alles nicht so ernst nehmen, sondern wir brauchen einfach ein neues Jetzt. Und alles, was hier in der Demokratie möglich ist, beinhaltet eben auch das Streikrecht. Und darum sage ich ja, da müssen wir durch und vielleicht ein bisschen mit mehr Humor. Den sollte man nämlich bitte trotz dieser ganzen Problematik nicht ganz vergessen. Ja, ich würde dazu sagen, auch das Grundproblem bei der Bahn ist natürlich, dass man ein staatliches Monopol in praktisch ein privates Monopol gewandelt hat und hier nicht, keine Ausweichmöglichkeit, keine Vielfalt geschaffen hat. Und dann hat man natürlich genau dieses Problem. Ja, Privatisierung soll ja Wettbewerb schaffen und den haben wir hier nicht. Deswegen bin ich zum Beispiel auch dagegen, bei der Wasserversorgung zu privatisieren, weil du da keinen Wettbewerb organisierst. Und das ist der Knackpunkt hier bei der Geschichte. Der Vorschlag der FDP war ja damals anders. Aber das haben die vor allem damals beiden großen Parteien, die es damals noch gab, anders entschieden. Und dann müssen wir mit der Situation leben, wie sie jetzt so ist. Die nächste Frage, die ich habe, geht direkt an die Frau Walter-Rosenheimer. Wie schaut es aus mit dem Ausbau der Digitalisierung anstelle Straßenausbau etc.? Mit der Bitte, eine Antwort mit wir werden und nicht wir müssen. Habe ich die Frage richtig verstanden? Digitalisierung ausbauen anstelle von Straßen? Richtig. Wie schaut es da aus? Wie sehen Sie das? Das sehe ich genauso. Also Digitalisierung, da sind wir wirklich, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Entwicklungsland. Wir haben es jetzt auch gesehen in der Corona-Krise mit dem Schulunterricht, der eben online stattfand. Und ich glaube, alle von uns haben auch im Fernsehen durchaus gesehen, wie Kinder, Jugendliche am Rande des Gartens oder irgendwo vor der Tür stehen, um da mal noch ein bisschen Netz abzubekommen. Wir sind da wirklich mit allem ganz schön hinterher und wir haben deswegen auch als Grüne natürlich eine Offensive aufgelegt für die Digitalisierung. Ich bin ja im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, da ist das natürlich ein Riesenthema. Und ich will sehr, sehr gern das Geld nehmen, dass wir sparen, wenn wir keine neuen Straßen bauen und das in die Digitalisierung stecken. Und zwar so, dass sie auch sozial gerecht stattfindet. Dass es nicht darauf ankommt, wo ich gerade in Deutschland lebe, ob ich da gutes Netz habe und mich einwählen kann. So, dass zum Beispiel auch alle Schüler und Schülerinnen, wenn sie digitalen Unterricht haben, auch ihre Endgeräte haben. Und dass man auch Unternehmen und so weiter sich ansiedeln können da, wo sie wollen und nicht irgendwie wieder schließen, weil sie nicht genug Netz haben, um es ganz kurz jetzt mal zu machen. Ja, Geld, das wir nicht für Straßen ausgeben, dringend in die Digitalisierung stecken. Dann die nächste Frage geht an CSU und SPD. Warum wurde auf Bundesebene bisher nicht mehr in die Ladesäuleninfrastruktur investiert und der Ausbau stärker vorangetrieben? Also es sind Gelder zur Verfügung gestellt worden, stehen auch jetzt zur Verfügung. Die Frage ist natürlich, wie werden die umgesetzt? Wir haben übrigens genau das Problem bei der Digitalisierung. Wir haben einen Digitalpakt auf den Weg gebracht, aber der Bund gibt Gelder und wir verbaut werden sie dann in die Kommune oder sie werden verbaut durch die Länder. Und das finde ich nämlich immer ganz interessant, auch was Frau Walter-Rosenheimer sagte, bei der Digitalisierung in den Schulen ist es Ländersache. Ich finde da den Blick immer nach Baden-Württemberg oder Hessen ganz interessant, weil die Grünen ja immer das kritisieren, den Bund, was sie auf Länderebene selbst nicht gebacken kriegen oder sogar schlechter aufgestellt sind. Also wir brauchen Ladesäuleninfrastruktur, dafür gibt es Geld, aber wir brauchen gemeinsam zum Beispiel mit den Stadtwerken, gemeinsam mit den Ländern und die Verpflichtung, was wir auf den Weg gebracht haben, dass überall an einer Tankstelle demnächst auch Ladeinfrastruktur für das E-Auto bereitgestellt wird. Also es ist Geld da, aber in der Umsetzung brauchen wir auch die Player vor Ort. Und das wollen wir auch in der nächsten Legislaturperiode auf den Weg bringen. Gelder verstetigen, die Umsetzung aber verbessern. Kann mich da
Wesentlichen anschließen, was die Retrospektive betrifft, ganz offensichtlich, aber auch durchaus, was an Zukunftsthemen hier genannt wurde. Wir haben dezidiert gesagt, wir wollen, dass alle 10 Minuten eine Ladesäule zu erreichen ist. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Dazu wird es nicht reichen, nur auf öffentlichen Flächen Ladesäulen zu installieren, wie es ja jetzt in den Kommunen auch schon gemacht wird, sondern dazu müssen dann natürlich auch alle, auch die Gewerbe, Treibenden auf ihren Flächen auch Ladesäulen aufstellen. Ich glaube, da braucht man auch, also wir brauchen das Geld. Am Geld scheitert es meistens in Deutschland nicht, sondern manchmal am Mindset. Ich glaube, da brauchen wir irgendwie da wirklich einen Ruck. Aber wenn man, ich glaube, mit einem klugen Paket und einer überzeugenden Argumentation werden wir da sehr, sehr zügig vorankommen. Und gerade weil ja jetzt auch die Prämie fürs E-Auto letztes Jahr da stark erhöht wurde, und generell jetzt ja auch die Autobauer wie VW gesagt haben, wir steigen komplett um. Das ist ja alles Angebot und Nachfrage. Wenn niemand ein E-Fahrzeug hat, dann braucht man halt auch keine Ladesäule. Aber wir gehen jetzt da eigentlich in der geschlossenen Bewegung voran. Also die Autobauer bauen mehr E-Autos und die Ladesäulen werden von der Politik sehr verstärkt ausgebaut. Ich möchte nur ganz kurz erwidern, wenn es möglich ist, weil das ärgert mich schon. Immer dieser Vorwurf, wir haben einen Ministerpräsidenten und man kann mal nachschauen, lieber Michael Schrodi, Baden-Württemberg ist bei den Bundesländern, die mit der Digitalisierung mit am weitesten sind, nicht das einzige, kann man beim Digitalisierungsindex nachschauen, nur ein kleiner Tipp. 11 Länderregierungen sind es mindestens, oder? Und an anderen Stellen. Aber ich finde das, ich will es nur gesagt haben, weil es wahnsinnig ärgerlich ist, was da immer kritisiert wird. Teilweise ist es ja in Ordnung. Aber dann auch mal in die eigenen Länder schauen. Ich glaube, was wir machen müssen, ist dann nach vorne schauen und es besser machen und schneller machen. Und ich glaube, da hilft es dann nicht, wenn wir immer von euch hören, was vermeintlich im Bund schlechter gelaufen ist, was dann auf Länderebene, wenn ihr dabei seid, genauso wenig läuft oder vielleicht auch gut läuft. Wir haben jetzt noch einen konkreten Vorschlag und zwar zur Verkehrswende. Eine sehr einfache und kostenlose Möglichkeit zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs wäre Tempo 30 innerorts. Man braucht es keine eigenen Radwege, nach der Meinung des Fragestellers. Spanien hat das vor kurzem vorgemacht. Innerorts gilt nun für alle Straßen mit nur einer Spur pro Richtung automatisch Tempo 30. Wer von den Direktkandidatinnen würde diesem spanischen Vorbild folgen? Wir müssen da gesetzlich zunächst einmal die Möglichkeiten schaffen, weil es ja die Kommunen tun, dass die Tempo 30 einrichten können. Da gibt es teilweise noch gesetzliche Hemmnisse, dass es relativ schwer ist. Ich glaube, dass wir in dem Fall wieder als Rahmengesetzgeber es leichter möglich machen sollten, dass die Kommunen vor Ort entsprechend auch Tempo 30 Zonen einrichten können. Und dass davon dann auch individuell vor Ort dann Gebrauch gemacht wird. Also ich würde es genau andersrum machen. Ich würde sagen, die Regel müsste sein 30 km/h innerorts und die Kommune hat aber auch das Recht, an manchen Straßen, wie zum Beispiel an der Hauptstraße, auf 50 km/h zu erhöhen. Und sonst würde ich dem Vorschlag zu 100% folgen. Ich folge diesem Vorschlag auch zu 100% und schließe mich da jetzt dem Kollegen von der ÖDP an. Genau so rum, finde ich, wird ein Schuh draus. Man kann das dann für einzelne Straßen aufheben und ansonsten geht generell Tempo 30, finde ich genau richtig. Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, war es ja so, Tempo 30 statt Radlwege. Tempo 30 grundsätzlich innerhalb des Orts, wenn es nur eine Spur gibt. Was war das dann? Sie hatten noch irgendwas mit Radwegen gesagt, aber das habe ich dann wahrscheinlich falsch verstanden. Dann würde man sich die Radwege sparen, so die... Der Vorschlag. Aber das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, der Radweg, der ist schon wichtig. Also auch wenn ein Auto nur Tempo 30 fährt, das kann immer noch relativ gefährliche Situationen, gerade bei Kindern, hervorrufen. Deswegen würde ich immer sagen, wir brauchen auf jeden Fall gute und gut ausgebaute Radwege, die wichtigsten Punkte in den Orten verbinden. Ob das jetzt mit Tempo 30 oder Tempo 50 ist, glaube ich, ist nicht ausschlaggebend, sondern der Radweg ist ausschlaggebend. Für mich. Das Tempo, mit dem Autos fahren, ist schon sehr ausschlaggebend für die Sicherheit. Ja, aber Sie können auch mit Tempo 30 einen Unfall bauen. Dann die nächste Frage zur Verkehrswende. Leute müssen nahe an ihrer Arbeit leben. Wer von den Kandidatinnen und Kandidaten möchte eine Gesetzesgrundlage schaffen
dass es eine Plattform für Wohnungstausch gibt, das heißt Übernahme der Verträge an Tauschmieter ermöglichen? Oder gibt es da andere Konzepte? Ja, das ist ja eine sehr interessante Sache. Zum Beispiel Wohnungstausch überhaupt, das sollte man generell fokussieren. Jetzt nicht nur was Arbeit betrifft, sondern überhaupt als Ziel anvisieren. Dass man nicht immer sagt, umziehen, sondern dass man entweder sagt, ich arbeite da und da und ich lebe aber in dem und dem Ort. Sodass man sagt, ich kann, da wo ich arbeite, suche ich mir eine Mitwohngelegenheit. Und dass das über privat läuft und dass ich mir nicht eine teure Wohnung suchen muss, sondern dass man privat mit jemand wohnen kann, also so private Wohnkonzepte, und dass man dann auch tauscht. Und das finde ich ein sehr, sehr, also sollte man fördern. Und so eine Plattform, das gehört unbedingt installiert, das gehört zum modernen Leben dazu, würde ich sehr begrüßen. Also ich finde den Vorschlag ebenfalls klasse. Ich bin ganz ehrlich, wir haben den jetzt nicht im Programm. Ich höre den jetzt zum ersten Mal, finde ihn überragend und würde gerne den oder die Fragestellerin einladen, mir da mal mehr Infos im Nachgang zuzuschicken. Das würde ich mich darüber freuen, da nochmal detaillierter darüber einzusteigen. Was ich toll finde, ist wirklich dieser Gedanke des Tauschens. Gerade bei uns im Dorf, ich komme ja auch vom Dorf, sieht man es ganz oft, die junge Familie baut das große Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus. Dann ziehen die Kids irgendwann aus und man braucht das Riesenhaus nicht, aber die neue junge Familie zieht schon ein, zwei Jahre später hinterher in dieses Dorf und könnte so ein großes Haus gebrauchen, hat aber das Geld dafür nicht. Und das wäre dann ideal, da zu tauschen. Also ich finde den Vorschlag genial und würde da voll dahinter stehen. Ich finde das auch eine sehr gute Idee. Wir haben es auch nicht im Programm. Es ist natürlich jetzt auf Bundesebene so relativ kleinteilig, aber eine tolle Idee. Es gibt es ja auch schon in verschiedenen Ebenen. Löst natürlich insgesamt das Wohnungsproblem nicht, weil da sind wir ja bei einem ganz schwierigen Thema, gerade bei uns in der Region. Da muss man, das ist jetzt nicht das Thema heute Abend natürlich, aber da müssen wir natürlich viele Maßnahmen treffen, um endlich mal wieder bezahlbaren Wohnraum für die Menschen herzustellen. Aber es ist eine spannende Idee, finde ich, auf jeden Fall. Ja, wir haben es ein Stück weit schon im Programm. Also wenn du Wohnung tauscht, ohne das Eigentum auch echt zu tauschen, das ist ja jederzeit möglich. Wenn du aber tatsächlich auch das Eigentum gewissermaßen tauschen willst, dann hast du natürlich ein großes Problem, weil du Steuern zahlen musst. Und unser Vorschlag entsprechend, also die Grunderwerbsteuer, fällt mindestens schon mal an und das kann ja ganz erheblich sein. 3,5% in Bayern. Ja, und unser Vorschlag ist eben, dass es hier einen Freibetrag gibt von 500.000, den man, wenn man ihn nutzt, gewissermaßen auch, wenn man was verkauft, wieder auffüllen kann, sodass man also immer diesen Airbag hat. Das würde solche Tauschmöglichkeiten wesentlich erleichtern. Dann kam als nächste Anregung oder Frage an die Kandidaten. Fahrradverkehr ist ein Stiefkind der Regierungspolitik. Radwege werden nur als Freizeitvergnügen gebaut. Beispiel: mitten in der Landschaft enden plötzlich die Radwege. Bei den Autostraßen ist es so, dass sie immer weitergeführt werden. Ich meine, der Bundesrechnungshof kennt einige Beispiele, wo es nicht der Fall ist, aber das ist doch eher die Ausnahme. Gibt es da Pläne, diese Planungen umzuschichten, dass Radwegebau jetzt eine höhere Priorität genießen soll? Also auch da darf ich vielleicht ein Stück weit aufklären. Es gibt seit 2017 ein Programm Radschnellwege, 25 Millionen Euro im Jahr. 75% der Kosten für Planung und Bau werden vom Bund übernommen. Es ist ein Programm jetzt nochmal verlängert worden. Tatsächlich ist es so, dass natürlich man dann entsprechend in den Kommunen wiederum die Grundstücke braucht. Und das sind oftmals die Gründe, weshalb auf einmal Radwege enden, weil an der Grenze, an der Eigentumsgrenze, der ein oder andere sagt, ich gebe meinen Grund und Boden nicht her. Und das ist dann das Problem. Insofern ist es kein Stiefkind, sondern es gibt die entsprechenden Mittel und die Umsetzung muss vor Ort passieren. Und da gibt es oftmals andere Hemmnisse als die finanziellen Mittel, die dann den Ausbau der Radinfrastruktur ein Stück weit verzögern. Aber der Wille unserer Partei, meiner Partei, ist es auf jeden Fall, diese Mittel fortzuführen und ein Radschnellwegenetz auch
gerade hier mit Tangentialverbindungen auch zwischen den beiden Landkreisen in meinem Wahlkreis auch weiter zu fördern und zu etablieren. Im Landkreis Fürstenfeldbruck haben wir so einen Plan seit 12 Jahren, einen Radwegeausbauplan, auch mit entsprechenden Verbindungen. Die Schwierigkeit ist ein bisschen, wenn es über die Landkreisgrenze hinausgeht, da muss der andere Landkreis das auch wollen. Und das ist nicht unbedingt immer so gegeben. Also da kann es dann entsprechende Lücken geben. Aber innerhalb vom Landkreis, zumindest Fürstenfeldbruck, Dachau weiß ich leider nicht, haben wir so einen Plan seit 12 Jahren und arbeiten den sukzessive ab. Wir setzen uns natürlich auch für den Ausbau von Fahrradwegen ein und haben das ja auch in unserem Programm. Ich habe es ja auch vorhin schon beschrieben, dass wir breitere und mehr Fahrradwege brauchen, sichere Fahrradwege, und dass wir viel mehr wegkommen von diesem Mittelpunkt Auto. Und nur mal so am Rande, weil wir sind jetzt schon weit fortgeschrittener Zeit, zu dem Thema, was Herr Schuri angesprochen hat, dass dann halt leider oft man quasi keinen Raum dafür hat, diese Radwege auch zu bauen. Raum wird immer gefunden, um neue Straßen zu bauen. Der wird ganz schnell enteignet, auch von Herrn Scheuer. Da gibt es immer irgendwie weniger Probleme. Also auch da ist es eine politische Entscheidung zu sagen, ich möchte wirklich Verkehr verändern. Dazu gehört ein Ausbau von Fahrradwegen. Und dazu muss man dann auch natürlich das nötige Geld in die Hand nehmen, weil es gibt es natürlich auch nicht für lau. Ich wollte dazu auch noch was sagen, weil an Seegrundstücken, da gibt es ja das Recht für die Öffentlichkeit, dass die begehbar sein müssen. Und ich denke, wenn das da geht, warum kann man das nicht jetzt eventuell für Fahrradwege schaffen? Muss man natürlich Überzeugungsarbeit leisten, aber es wäre also aus meiner Sicht bestimmt möglich, dass man sagt, so an Seegrundstücken funktioniert das, das muss für die Öffentlichkeit begehbar sein, und Fahrradwege müssen, wenn sie eben an Privatgrundstücken vorbeiführen, da muss auch ein Lösungsweg geben. Das wäre zum Beispiel mal der Ansatz, dass man sagt, dass da nicht dann einfach alles stoppt. Also was ich abschließend noch kurz reinbringen will, ist, dass ich kenne die Probleme, die der Herr Schwoli angesprochen hat, auch von uns, von unserem Landkreis, dass man einfach kein Land findet, keine Menschen findet, die einem das verkaufen wollen. Ich denke, da kann ich mich den Grünen anschließen, da muss man einfach das Gesetz nachschärfen, dass man auch in solchen Fällen leichter enteignen kann, weil es einfach ein ganz wesentlicher Aspekt ist für die Verkehrswende und wir da im Angesicht des drohenden Klimawandels auch mit dem Thema nicht spaßen dürfen. Und der andere Aspekt ist einfach, dass wir da kreativ werden müssen und auch mal so ehrlich sein müssen, dass man dem Auto einfach mal ein Stück weit Platz auch wegnehmen muss. Man muss ja nicht ständig neue Flächen versiegeln für neue Radwege, sondern man kann einfach die bestehenden Straßen dem Auto ein Stückchen Fläche nehmen, einen Streifen fürs Fahrrad einrichten. Und dann haben wir den Fahrradweg und haben keine neue Fläche versiegelt. Jetzt haben wir noch die Frage, für Straßen kann enteignet werden, warum nicht für Radwege? Ich glaube, das hatte ich gerade angesprochen. Also, dass das eine Möglichkeit geschaffen werden muss, dass auch über Privatgrundstücke oder an Privatgrundstücken entlang die Möglichkeit gegeben werden muss oder sollte, wir wollen ja nicht von müssen sprechen, sollte, dass da diese Beschaffenheit oder Begebenheit möglich gemacht wird. Aber man muss, wie gesagt, die Bürger mitnehmen und den Sinn des Ganzen auch plausibel machen. Also das gehört unbedingt gefördert. Ja, das hatte ich ja vorhin auch gerade in die Diskussion geworfen, dass man für Straßen locker enteignet. Das geht ja ganz schnell, wenn es um Autobahnbau geht. Bei Radwegen geht es dann komischerweise nicht. Hat ja auch jetzt gerade die ÖDP nochmal deutlich gemacht, dass das dann auch möglich sein muss. Ich finde, da sieht man ja die Wertigkeit mal wieder. Straßenbau ist halt mega wichtig. Fahrradbahnen sind nicht so wichtig. Das sieht man, finde ich, daran deutlich. Da, glaube ich, ist es wichtig, umzudenken und mal zu überlegen, was eben für alle gut ist und wie wir da wirklich weiterkommen. Und deswegen, denke ich, muss man das auch mit der gleichen Wertigkeit betrachten. Ich finde aber den ÖDP-Vorschlag, möglichst gar nicht neu zu versiegeln, sondern so ein bisschen von breiteren Straßen auch was herzugeben und da zu teilen, auch eine gute Idee. Das ist ja in Münster ein schönes Modell, auch wo die Straße geteilt wird. Da gibt es viele gute Vorbilder. Ich finde es interessant. Ich finde an manchen Stellen, dass man Sozialisierung auch richtig ist. Wir haben hier aber zwei unterschiedliche Bauträger. Das eine ist der Bund, bei Bundesstraßen, bei Bundesautobahnen. Das andere sind die Kommunen, bei denen wir nur das Geld geben. Die Kommunen haben nicht die Möglichkeit zu enteignen. Insofern wäre das aus meiner Sicht ein nicht gangbarer Weg, der jetzt hier beschrieben ist. Ich teile das Ziel, möglichst viele Radwege zu bauen. Aber wir müssen an der Stelle auch
schon die grundgesetzlichen Gegebenheiten uns vor Augen führen und entsprechend auch danach Lösungen suchen. Und das will ich gerne tun. Insofern sollten wir hier gewisse Dinge nicht vermischen, sondern nach gangbaren Lösungen suchen. Also ich würde sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, aber immer auf der Basis des Grundgesetzes und unserer föderalen Ordnung. Ich glaube, das bestreitet niemand. Gut, also als Entschuldigung muss ich schon mal sagen, wir haben echt Debatten in diesem Land und wer mit dem Bundestag sitzt, weiß es ganz besonders, wo das Grundgesetz verlassen wird, das brauchen wir jetzt bei Fahrradwegen hier nicht einführen. Das finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nicht gesagt, oder niemand hat hier gesagt, wir enteignen jetzt da alle mal schnell und ohne rechtliche Grundlage. Es war nur ein Vergleich der Wertigkeit, was man eben für Straßenbau in Kauf nimmt und für Fahrradwege nicht, sonst gar nichts. Und ich glaube, da will niemand aber doch, das Grundgesetz wir müssen doch darüber sprechen, wie wir tatsächlich umsetzen, was wir wollen. Wenn jetzt ein Vorschlag gebracht wird, der am Schluss nicht umsetzbar ist, dann können wir das jetzt gerne in die Debatte einwerfen und am Schluss stellen wir wieder fest, wir haben es nicht hinbekommen. Das ist doch Quatsch. Also muss ich im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten versuchen, bessere Lösungen zu finden, aber nicht im Wolkenkuckuck sein, sondern auf Grundlage der bestehenden Gesetze. Und dort, wo es Verbesserungen geben kann, wo wir auch gesetzlich auch nachschärfen können, da bin ich gerne bereit, es zu tun. Aber doch nicht mit Debatten, die ins Nichts führen. Jetzt haben wir noch zwei für mich sehr wichtige Fragen, die ich gerne noch stellen würde. Und dann schlage ich vor, lassen wir es gut sein für heute. Die eine Frage ist die Frage, wie sind die Vorschläge der Kandidatinnen und Kandidaten im Flächenverbrauch verbindlich zu begrenzen? Ja, auch hier ist es wieder eine Sache, die im föderalen System natürlich nicht ganz so einfach ist. Denn Ausweisung von Baugebieten beispielsweise ist halt kommunale Aufgabe und die kommunale Hoheit. Was wir machen können, und das habe ich vorher gesagt, ist auf Bundesebene Anreize zu schaffen, dass wir Flächenversiegelung verringern, dass wir sogar Flächenversiegelung wieder aufheben. Ich habe es gesagt beim Thema Moorschutzstrategie, die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, die Länder müssen das dann umsetzen, dass wir auch finanzielle Anreize schaffen, dass wir Moore wieder vernässen, dass wir hier Klimaschutz vorantreiben. Das Baulandmobilisierungsgesetz hat einige wichtige Punkte, die den Kommunen es einfacher macht, über das Baugesetzbuch Innenflächen statt Außenflächen zu bebauen oder nachzuverdichten, dort, wo auch schon Baurecht drauf ist, anstatt im Außenbereich zu versiegeln. Und genau das müssen wir auch in Zukunft tun. Also Anreize, aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, um entsprechend weniger Versiegelung zuzulassen. Und das Land kann auch einiges tun. Anbindegebot ist ja vorher schon das Stichwort gefallen, dass man gesetzliche Regelungen, die geradezu Vorschub leisten, neue Gewerbegebiete auf der Grünwiese auszuweisen, dass man das wieder zurücknimmt. Ich betone aber nochmal, im föderalen Staat müssen wir uns anschauen, wer setzt welche Rahmenbedingungen und wer setzt um. Und da möchte ich das tun, was wir schon auf den Weg gebracht haben, nämlich von Bundesseite her möglichst viel Rahmengesetzgebung, Unterstützung zu liefern, dass dort, wo Flächenversiegelung stattfindet, sie nicht mehr stattfindet, sondern es andere Lösungen gibt. Ja, auch das haben wir auch vorhin ja schon angesprochen. Jetzt muss jetzt auch da, finde ich, endlich Schluss sein mit Sonntagsreden und den Flächenverbrauch, die Flächenversiegelung beklagen. Wir sehen Hochwasser. Heute haben wir Notstand in Erding durch den Starkregen. Es ist jetzt wirklich Zeit zu handeln, egal auf welcher politischen Ebene. Das gilt nämlich ja für alle. Und Ideen haben darf man natürlich auch auf jeder Ebene. Und wir haben uns fest vorgenommen, den Verbrauch an Boden in Natur und Landwirtschaft drastisch zu reduzieren und in einem ersten Schritt auf unter 30 Hektar pro Tag und das deutlich vor 2030, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, kein Straßenneubau, ich will auch keine, jetzt wenn wir auf die kommunale Ebene gehen, Gewerbegebiete mehr auf der grünen Wiese, wir haben es auch schon gehört, Innen- vor Außenentwicklung, mehr Geschosswohnungsbau
Und wenn wir jetzt das anschauen, gerade Gewerbeansiedlungen, das ist so ein ewiges Thema, eine ewig alte Diskussion, die ich auch hier im Wahlkreis ewig führe. Stichwort ist da interkommunale Zusammenarbeit. Es gibt ganz, ganz viele Vorschläge, wie man da weiterkommen kann und wo nicht jeder, sage ich jetzt einfach mal so Bürgermeister, sich nochmal sein besonderes Gewerbegebiet hinstellen muss, Gewerbepool. Das kommt einfach viel zu kurz, dieses Interkommunale. Wir diskutieren da seit Jahren drüber und es ist einfach, ehrlich gesagt, viel zu wenig passiert und es gibt da zu wenig Offenheit für Veränderung. Das muss ich leider sagen. Und wir haben die anderen Dinge, die wir auch wollen, wie das Anbindegebot wieder einführen, schon gehört. Wir brauchen eine Stadt oder auch Gemeinde der kurzen Wege, weil es ja auch so ist, wenn wir Verkehr reduzieren wollen, aber der nächste Supermarkt, die nächste Bank, der nächste Kinderarzt, was weiß ich, wie lange weg ist, ist es natürlich verdammt schwierig, da irgendwie ohne Auto hinzukommen. Man müsste zumindest zu Fuß mit dem Fahrrad hinkommen können. Wir sagen ganz klar, dass es notwendig ist, dass da die Kommunen, die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen auch mehr zusammenarbeiten. Und wir brauchen da eine Neuregelung der kommunalen Finanzen und auch mehr Bewusstsein bei den Akteuren und Akteuren. Ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass wir den Leerstand unbedingt eingrenzen müssen, beziehungsweise da strikt eingreifen. Das heißt, einfach Leerstand, das kann nicht so weitergehen, sondern das nutzen, was wir an Leerstand haben. Da wäre schon mal sehr viel gewonnen. Und das hatte ich auch schon angesprochen, das mit dem Zusammenbauen, also Bauprojekte zusammenfügen, eventuell auch genossenschaftlich, sodass die Leute sich dass man da wohnen kann und zu einem relativ fairen Mietpreis. Also nicht, was wir jetzt alles haben, das führt eh nicht so weiter, das geht gar nicht. Und dass man da arbeiten, leben, Gewerbe, auch Ärzte, das wurde auch schon angesprochen. Und dass das alles in einem stattfindet und dass die Leute gar nicht mehr so diese Fahrwege haben müssen oder dass man seinen Lebensbereich gar nicht unbedingt großartig verlassen muss, sondern dass das alles in einem stattfindet. Und da könnte man sehr viel Flächenversiegelung verhindern. Also das wäre dann einfach, also aus meiner Sicht, ein tolles Thema. Und die Linke ist da mit Sicherheit eine Partei, die solche Dinge, gerade genossenschaftlichen Wohnungsbau, sehr fördern würde. Also die Frage war ja nach verbindlichen Regeln, wie man es verbindlich eingrenzt. Ein Haufen Ideen, wie wir es weitestgehend unverbindlich eingrenzen, haben wir, glaube ich, alle. Sie wurden jetzt auch weitestgehend vorgestellt. Ich glaube, es geht tatsächlich nur über eine Maximalgrenze. Wie die genau aussehen kann, dafür habe ich jetzt tatsächlich noch keinen Vorschlag. Ich bin ein Stück weit Fan von diesem Zertifikatehandel, also dass man Zertifikate erwerben muss als Gemeinde oder als Kommune, wenn man was ausweisen will. Wir brauchen einfach irgendein Instrument, um eine Maximalgrenze festzulegen. Über das Instrument können wir gerne streiten, aber wir brauchen eine Grenze und dafür stehen wir auch. Das Instrument haben wir noch nicht. Gerne können wir da weiter darüber diskutieren. Ja, ich habe auch keins. Ich habe auch keins im Petto. Ich finde die Idee tatsächlich vom Jan Philipp aber eigentlich interessant. Also wenn wir bei anderen knappen Ressourcen sagen, der Pool ist endlich und oder der Kuchen ist endlich und muss irgendwie aufgeteilt werden und haben da einen Wettkampf. Warum nicht auch beim Thema Versiegelung? Ich glaube, der Teufel steckt da irgendwie wieder im Detail, weil wir sollten ja irgendwie schon auch schauen, es gibt Projekte, die sind es wert, dass man da baut und zwar auch neu. Ob dann die Lenkungswirkung auch ist sozusagen von dieser mini, mini kleinen kommunalen Ebene hinauf bis zum Bund und wieder zurück irgendwie funktioniert und auch über die Länder hinweg, das keine Ahnung. Aber die Idee finde ich ziemlich charmant. Das ist ja kommunale Hoheit und das sollte auch so bleiben. Es ist ja vieles schon aufgezählt worden, Nachverdichten und so weiter. Das ist ja grundsätzlich alles richtig. Aber ich habe vorhin ja mit den zwei Beispielen erläutert, dass es eben nicht so schwierig ist. Immobilien stehen ja nun mal auch ein paar Jahrzehnte, da kann man nicht mehr wie mit Klötzchen so einfach mal hin und her schieben. Die Dinge sind ja da und da gibt es auch einen gewissen buchstäblich Bestandsschutz, Rechtsansprüche und so weiter. Also man kann ja nicht einfach mal hopplahü sagen, das machen wir jetzt so oder so. Das ist ein langer Weg, um hier etwas zu verändern. Die Dinge sind also gerade unser Landkreis hier, Fürstenfeldbruck, ist halt in den 60er, 70er Jahren auf eine bestimmte Schiene gesetzt worden. Da kommt man nicht jetzt einfach so auf die Schnelle mal auf einen anderen Weg. Das müssen wir Schritt für Schritt angehen. Das ist Sache, die wir in jedem Kommunalparlament tragen müssen, die wir mit den Bürgern diskutieren müssen.
und hier Schritt für Schritt eine Veränderung brauchen und mit jedem Gebäude, das dann unter Umständen neu entsteht oder ersetzt wird und so weiter. Hier muss man dann entsprechend diskutieren. Ich selber bin in meinem Kommunalparlament immer dafür, zu sagen, ja, erlaubt doch etwas mehr, ja, ermöglicht hier noch einen Stock drauf und so weiter. Aber es ist halt noch nicht so überall immer mehrheitsfähig und es gibt halt nicht überall das noch im Bewusstsein. Wir müssen das weiter diskutieren, das sind wir halt in der Demokratie, aber wir können nicht einfach so, wir schreiben es ins Parteiprogramm und dann ist es morgen umgesetzt, dann funktioniert die Geschichte leider nicht. Wie gehen Sie mit den möglichen und realen Konflikten in der Energieversorgung um, zum Beispiel durch mehr Stromstraßen für Offshore-Windparks oder Windanlagen auf dem Lande? Ich fange gerne an. Ich möchte nur noch auf eins vorher eingehen. Ich halte überhaupt nichts vom Zertifikatehandel. Ich bin übrigens auch auf den CO2-Preis oder ein Zertifikatehandel hier ist ein Instrument, aber es ist eher ein neoliberales Instrument, nämlich etwas zu verknappen und diejenigen, die es da nicht leisten können, die zahlen am Schluss die Zeche. Bei dem Zertifikatehandel für Flächenverbrauch wäre es ähnlich. Die Kommunen, die schon für Gewerbe ausgewiesen haben und damit mehr Einnahmen haben, können sich dann leisten, Zertifikate zu kaufen, während die anderen in die Röhre schauen. Ich halte davon wenig, also da eine klare Absage. Zum anderen, wie geht man damit um? Ganz offen und ehrlich, dass wir Stromtrassen brauchen. Ich glaube, das spielt auch die CSU immer ein Spiel in Berlin, zu sagen, wir brauchen Trassen und vor Ort dann die Opposition zu bilden und dagegen zu demonstrieren. Das ist unredlich. Man muss sagen, wir brauchen die. Aber ich glaube, wir brauchen, je weniger von diesen Stromtrassen brauchen, desto besser. Und wir brauchen weniger solcher Stromtrassen, wenn wir vor Ort entsprechend die Energie produzieren. Und da kommen wir wieder zum Punkt in Bayern. Wir müssen die Bremsen für die erneuerbaren Energien hier lösen. Dann brauchen wir nicht über mehrere Stromtrassen sprechen, sondern dann können wir mit entsprechend flexiblen Netzen, die es dann vor Ort auch geben muss, mit Speichermöglichkeiten, die es geben muss, dann über entsprechend die Stromerzeugung hier vor Ort reden. Dass wir trotzdem noch Trassen brauchen, dass hier in Bayern nicht ständig der Wind weht, dass hier es im Winter nicht ständig auch die Sonne scheint, weiß ich. Da braucht es Ehrlichkeit, Trassen brauchen wir, aber es geht vor allen Dingen darum, hier vor Ort die Erneuerbaren auszubauen, um möglichst wenig abhängig zu sein von Stromimporten nach Bayern. Wir laufen, wenn wir so weitermachen, in eine Stromlücke rein von 30-40%, wenn wir die letzten AKWs jetzt abschalten. Und deswegen ist es dringend notwendig, sagt ja auch die Wirtschaft die ganze Zeit, dringend notwendig, entsprechend die Erneuerbaren auszubauen. Sind Sie unredlich, Frau Grote? Der Ball geht an Sie. Das ist total spannend, dass ich gegen Stromtrassen demonstriert haben soll. Das einzige Mal, wo ich auf einer Demo war, das war 2009 gegen die Studiengebühren. Wohl wissentlich, dass ich dann gegen meine eigene Partei demonstriert habe, aber gegen Stromtrassen habe ich jetzt wirklich noch nie demonstriert. Für die CSU vor Ort dort dann, in Oberfranken beispielsweise, macht es. Auch die Freien Wähler übrigens. Ja, also den Kommentar, ich schenke mir das jetzt, ich will gar nicht wissen, wogegen die Jusos schon alles demonstriert haben, was Bundesgesetz war, das, ich glaube, da kommt man nicht weiter. Interessenskonflikte im Bereich Infrastruktur, das ist ja, also jetzt nehmen wir mal die Stromtrasse, weil ich das ein tolles Beispiel finde, dass wir die brauchen, da glaube ich können, das ist klar. Würde ich sagen, dass da Gemeinwohl, Individualinteresse schlägt? Ja, würde ich sagen. Aber man könnte natürlich diesen Interessenskonflikt, also es gibt natürlich Möglichkeiten, dass man sagt, einen Teil verlegt man unter der Erde. Das kann man machen, das ist halt ungleich teurer. Also man kann diese Infrastruktur-Interessenskonflikte meistens teuer lösen oder günstig. Günstig ist dann meistens, dass man sagt, das wird jetzt einfach durchgedrückt und es gibt bei Infrastrukturprojekten ja die Möglichkeit, dass man das dann also raus aus diesem normalen Prozess nimmt und dann einfach per Gesetz dann durchsetzt, dann geht es auch alles deutlich schneller. Ich glaube, da muss man immer dann schauen, wie viel man davon macht, weil am Ende haben wir halt nichts gewonnen, wenn wir dann wirklich die Bürger konsequent gegen uns haben. Also bis zum gewissen Grad kann man Sachen auch mal, durchsetzen, weil sie einfach ganz, 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 ganz wichtig sind fürs Gemeinwohl, aber man darf das meiner Meinung nach nicht übertreiben, weil wenn wir einmal die Menschen gegen uns haben,
die zurückzugewinnen, das ist so, so ungleich schwerer. Und ich habe da Bauchschmerzen, weil ich Angst habe, dass sich dann irgendwann Gruppierungen, die es eigentlich gut gemeint haben, für ihre Heimat, für ihre Gemeinde, einfach wirklich aus dem demokratischen Prozess einfach verabschieden. Und das wäre unglaublich schade. Deswegen persönliche Meinung, man kann auch mal Sachen durchsetzen und sozusagen den Konflikt so lösen. Ich bin aber der Meinung, generell, das sollte uns den ein oder anderen Euro mehr dann doch wert sein, weil es den sozialen Frieden bewahrt und trotzdem die erneuerbaren Energien dann unterstützt. Ja, das ist eine schwierige Frage. Die Bauchschmerzen, die werden wir nach wie vor wahrscheinlich haben. Aber wenn man eine gemeinschaftliche Lösung findet, und ich glaube, das ist parteiübergreifend, dann wäre der Sache wesentlich mehr gedient, als wenn wir jetzt gegenseitig irgendwelche Vorschläge einbringen, nur damit man jetzt eine Position gegen den anderen hat. Das halte ich hier für falsch. Sondern wenn wir uns da zusammentun und nach einer gemeinschaftlichen Lösung suchen, dann wäre das aus meiner Sicht der beste Weg. Herr Bode, teilen Sie diese Auffassung der Linken, einen gemeinsamen Weg zu finden? Also es war ja so ähnlich, wie schon die Frau Grote gesagt hat. Ich denke, das ist grundsätzlich mal natürlich vernünftig, in der Demokratie zu versuchen, mit den Leuten zu gehen und nicht gegen sie. So eine Stromtrasse, wenn du die vor die Haustür kriegst, das ist natürlich schon ein ernstes Ding, auch vom Energiefeld her. Also ich würde sie jetzt nicht gerne vor meiner Haustür haben. Deswegen verstehe ich das total. Und dann müssen wir eben den Weg gehen, das unterirdisch auch unter Umständen mal zu machen. Der Bedarf ist leider da. Und ja. Also, wie wollen Sie den Grundbedarf decken, Frau Walter-Rosenheimer? Jetzt nochmal zu den Konflikten bei der Energiewende. Wir sind alle einer Meinung, dass wir eine Energiewende brauchen und wir brauchen eine naturverträgliche. Und wir stellen natürlich fest, dass bei der Umsetzung sich die Akteure im Naturschutz auf dem Spannungsfeld quasi dreht. Wir haben die energiepolitischen Ziele, die gesellschaftliche Akzeptanz und dann die Anforderungen an den Arten- und Landschaftsschutz. Und als Psychologin finde ich das besonders spannend. Wir müssen die Menschen eben mitnehmen und das zeigt sich ja auch. Wir hatten jetzt in Ebersberg zum Beispiel ein Bürgerbegehren, wo die Windkraft klar gewonnen hat. Das wäre noch vor einigen Jahren völlig undenkbar gewesen. Die Menschen verändern sich ja auch. Und wir kennen natürlich das Problem, dass, wenn es dann vor der eigenen Haustür ist, es immer ein bisschen schwierig wird und man es dann doch lieber da nicht hat. Aber ich denke, für das Gelingen von einer Energiewende mit allem, was dazugehört, zum Beispiel auch Stromtrassen, weil die werden wir eben brauchen, weil wir nicht alles dezentral machen können. Es gibt vieles, was dezentral ist. Für das Gelingen ist auf jeden Fall notwendig, dass es von der Bevölkerung mitgetragen wird. Das ist auch das, wenn wir jetzt mit den Stadtwerken reden, in Fürstenfeldbruck über Energie, Windenergie und so weiter, dass sie ganz klar sagen, das Wichtige ist, dass wir die Leute mitnehmen und das Thema Akzeptanz eben auch aktiv ausgestaltet wird. Und dass man mit den Leuten von Anfang an redet. Und ich glaube, das ist der Weg, wie man eben, den man gehen kann. Und wir sehen ja da auch große Erfolge, wenn man alleine nur die Debatten zur Windenergie vergleicht. Da wird Ihnen der Herr Van Holfen nicht unbedingt widersprechen, nicht wahr? Auf gar keinen Fall. Also Demokratie und die Menschen mitzunehmen, das ist ja immer der Weg der ÖDP. Wie schon ganz oft gesagt, haben wir das mehrfach bewiesen mit unseren Volksbegehren, besonders mit dem Volksbegehren Rettet die Bienen. Ich denke, der ganz zentrale Weg, unabhängig der Trasse, das hat auch der Herr Schrodi schon gesagt, ist, wirklich die Dezentralisierung und den regionalen Ausbau zu fördern. Das ist, glaube ich, der Königsweg. Dann haben wir das Problem mit der Trasse weitestgehend umgangen. Das wird nicht alle Probleme lösen, zumindest nicht vorübergehend, bis wir regional überall in diesen Strukturen sind, zu denen wir kommen wollen. Und bis dahin schlagen wir vor, die Stromtrassen weitestgehend entlang von Autobahnen und Schienen zu führen. Im Idealfall natürlich von stillgelegten Autobahnen, die wir in Zukunft nicht mehr brauchen werden. Aber bis die Autobahn stillgelegt wird, gerne auch auf der befahrenen Autobahn. Oh, das wäre es von meiner Seite. Ich übergebe an den Moderator. Ja, gut, das war jetzt noch mal eine muntere Fragerunde. Ich glaube, damit sind wir auch am Ende der Veranstaltung angelangt. Meine Prognose ist, dass wir in 4 Jahren vor der nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich einen Bericht des Weltklimarates haben werden, der noch düsterer ausfällt als der jetzige und dass wir bis dahin noch sehr viele Katastrophen mit sehr vielen Opfern sehen werden.
Und insofern bin ich nicht allzu pessimistisch, bin ich nicht allzu optimistisch. Aber auf jeden Fall danke ich für die Organisation der Veranstaltung heute Abend nochmal an den Bund Naturschutz und den Landesbund für Vogelschutz. Ich danke für die Teilnahme an die Kandidatinnen und Kandidaten, für die rege Diskussion und wünsche allen noch einen schönen Abend. Ich wollte noch kurz ein Schlusswort sprechen. Ich bin Simon Weigel, der Geschäftsstellenleiter vom Landesbund für Vogelschutz und wir haben das Ganze ja mit initiiert. Ich kann mich dem nur anschließen, was unser Moderator gerade gesagt hat. Ich möchte aber gerne unseren zukünftigen Kandidaten noch zwei Dinge mit auf den Weg geben. Also das eine ist tatsächlich das, was vorher angesprochen wurde, also der Wohnungstausch. Ja, also es war eine Frage, die von mir gestellt wurde. Und das andere ist ganz klar, der Flächenverbrauch ist ein riesengroßes Megaproblem. Ein meines Erachtens sehr gut machbarer Weg hier ist eine Flächeneffizienzprüfung. Ich würde Sie bitten, sich das einfach mal anzuschauen, weil hier haben wir wirklich dringendsten Handlungsbedarf. Und dann bedanke ich mich nochmal bei allen, die zugeschaut haben und hoffe, dass es vielleicht die Wahlentscheidung ein bisschen erleichtert oder sie ja, mitgeführt hat. Und bedanke mich an allen, die mitgemacht haben. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.